Bayern. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend in diesem tollen Ambiente des Dachgeschosses des Wiener Juridikum. Und wie Sie alle gesehen haben, live is live. Ja? Also unser Einstieg war auch live. Und wir gehen jetzt davon aus, dass der Rest live perfekt funktioniert. Wir freuen uns ganz besonders, dass so viele von Ihnen den Weg hierher gekommen, gefunden haben und unserer Einladung gefolgt sind. Und was machen wir heute Abend? Wir werden Sie entführen in die wundersame virtuelle Welt der Bitcoins und der Kryptowährungen. Und ich kann Ihnen versichern, das wird eine spannende Reise werden. Ja? Auf Sie wartet ein ganz besonderer, abwechslungsreicher Abend, der von versierten Spezialisten, die Sie alle hier sitzen sehen, gestaltet wird. Und der Dr. Erik Frey vom Standard wird uns durch die nächsten Abenteuer der nächsten Stunden an diesem Abend führen. Herzlichen Dank, dass Sie alle und ihr alle dabei seid. Wir werden heute Abend jedem von Ihnen etwas bieten. Und wir sind uns bewusst, dass unser Publikum die ganz verschiedensten Anforderungen an uns stellt. Wir befinden uns zwar hier an der Juristischen Fakultät der Universität Wien, aber wir haben auch viele Gäste aus dem Bereich der Wirtschaft hier. Und auch End-User, die sich ganz einfach über die innovativen Möglichkeiten informieren wollen, die Kryptowährungen bieten. Deswegen haben wir diese Reise am heutigen Abend so gestaltet, dass alle Erwartungen bedient werden können. Wir werden beginnen mit Basics für Einsteiger und werden uns dann zu den kniffligeren und für fortgeschrittene interessanten Fragestellungen vorarbeiten. Und vor allem, was uns besonders am Herzen liegt, wir werden Lösungsansätze präsentieren, vor allem für die noch nicht erschlossenen Bereiche dieses juristischen Minenfelds, auf dem wir uns hier befinden. Und wir werden Fragen rund um Bitcoin und Co. hier aufwerfen und auch lösen. Und glauben Sie uns, da ist das Potenzial für diese Lösungen und für den Bedarf an Lösungen noch sehr groß. Es gibt sehr viel aufzuarbeiten. Sie dürfen gespannt sein. Worauf ich unbedingt noch hinweisen möchte, ist, wenn wir die Highlights des heutigen Abends zu verdanken haben. Nämlich Arthur Stadler und Oliver Völkel von Stadler Völkel Rechtsanwälte. Die beiden haben die Organisation des heutigen Abends wirklich sehr ernst genommen und haben sie bravourös vorbereitet. Eins kann ich Ihnen sagen, die beiden haben es drauf, in echt. Ja? Sie sind Technikfreaks, die gerade für Nutzer von Bitcoins eine tolle Ansprechstelle sind. Und Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, auch die erste Anwaltskanzlei in Österreich, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert. Außerdem haben Sie uns das Buffet gespendet. Ja? Ganz im Ernst, also wer innovative Lösungen sucht, wird sich mit Ihnen gut verstehen. Und die beiden haben sogar eine App entwickelt, die Ihnen den Zugang zum Recht erleichtern soll. Darüber werden Sie selbst später noch erzählen. Das war es dann im Prinzip fast von meiner Seite. Und bevor ich an Dr. Frey weitergebe, noch ein letzter Hinweis. Meine Partner von Stadler Völkel Rechtsanwälte reizen die technischen Möglichkeiten des Juridikums bis an seine Grenzen aus. Ja? Das bedeutet, für alle, die heute hier nicht Platz gefunden haben, wird die Veranstaltung hier gestreamt. Und zwar einmal in einen anderen Hörsaal dieses Gebäudes und dann auch noch live in die Welt hinaus, via Facebook. Ja? Deswegen nochmal mein Hinweis, Sie sehen die Kameras und das heißt, hier wird gefilmt.
Ja, daher mein Appell, auch wenn wir jetzt heute auf keiner Hochzeit sind, wenn jemand etwas dagegen hat, dass gefilmt wird und dass er aufgezeichnet wird, möge er bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen. Okay? Vielen Dank und viel Vergnügen. Bitte, Dr. Frey. Herzlichen Dank. Für all die, die ihn nicht kennen, das war Christian Piska, Professor hier am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, auch spezialisiert auf österreichisches und europäisches Wirtschafts- und Umweltrecht und eines der Mitorganisatoren des heutigen Abends. Und wir werden von Professor Piska heute Abend auch noch einmal hören, wenn es um öffentlich-rechtliche Aspekte des Themas Bitcoins und Blockchains geht. So, also noch einmal guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben ein ganz, ganz dichtes Programm heute. Es wird ein hoffentlich nicht zu langer Abend, oder beziehungsweise wird die Zeit sehr schnell vergehen, weil das Thema so interessant ist, weil es so spannend ist, weil es so neu ist, was man auch daran sieht, an dem ganz großen Interesse hier von Ihnen und auch von denen, die heute, die nicht hier sind, sondern anderswo zuhören. Wir werden das in drei Blöcken machen. Die kurze Präsentationen, zuerst zu den technischen Grundlagen, dann zum Thema ökonomische und öffentlich-rechtliche Fragen und schließlich, da das hier im Juridikum ist und es auch um ganz entscheidende Rechtsfragen geht, das Entscheidende, die Fragen der Rechtspraxis, wenn es für Bitcoins und Blockchain-Technologie. Es wird immer zwei bzw. drei Personen werden ihre Präsentationen geben. Danach werden sie Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Dafür gibt es auch ein Saalmikrofon, wo Sie bitte darauf warten sollen, bis Sie es bekommen, damit auch die anderen Sie hören können. Und weil wir ja doch hier ganz modern und high-tech sind, gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen übers Handy, übers Internet auf der Seite svlaw.at/events können Sie einfach eine Frage posten, die werden wir hier bekommen und vielleicht nicht jede, je nachdem wie viele reinkommen, aber einige wiederum hier an die Referenten stellen und so auf diese Weise auch Fragen beantwortet zu bekommen. Wir wollen pünktlich enden, ein Buffet wartet, irgendwann im Laufe des Abends werden Sie hungrig sein, also deshalb werden wir sicher ein bisschen aufs Tempo drücken, das ist meine Botschaft auch an die Referenten hier, meine Botschaft auch an Sie, wenn Sie eine Frage stellen, bitte kurz, prägnant und es kann sein, dass wir nicht alle nehmen können, deshalb bitten wir um Verzeihung, dass wir durch den Abend weiterführen wollen. Gut, wir beginnen mit Punkt 1, technische Grundlagen, darum geht es ja, Bitcoin, Blockchain ist eine technologische Innovation. Jeder weiß davon, niemand versteht es ganz. Und damit wir es etwas besser verstehen, werden jetzt zwei tech-affine Experten darüber sprechen. Und der erste ist Max Tertinek, der Geschäftsführer, Mitbegründer von Coinfinity. Coinfinity ist ein Unternehmen bietet Consulting, Beratung zu Bitcoin- und Blockchain-Technologien und ist außerdem Österreichs führender Bitcoin-Broker. Und ich bitte jetzt Max Pertinek zu sprechen zum Thema, was sind Kryptowährungen, wie funktionieren die? Vielen herzlichen Dank. Bekomme ich die Folien? Ich werde versuchen, mich wirklich kurz zu halten, sage aber dazu, dass das Thema Bitcoin in 10 Minuten nicht zu erklären ist und auch nicht zu verstehen ist. Also auf das müssen wir uns einstellen. Ich werde aber trotzdem versuchen, möglichst viel unterzubringen. Wie schon gesagt, bin ich eigentlich ein Praktiker. Also unsere Firma verkauft Bitcoins. Bei uns können Sie über verschiedenste Kanäle Bitcoins kaufen oder verkaufen. Und habe dadurch auch sehr viel Kontakt zu Anwendern, die bei uns Bitcoins kaufen. Und deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen was auch aus der Praxis berichten kann. Gut, das hier ist ein Vogelschwarm. Das ist eine Analogie dazu, was Bitcoin sein könnte. Stellen Sie sich vor, jeder dieser Vögel folgt einem eingebauten Regelwerk. Es gibt in diesem Vogelschwarm keinen Leitvogel, der bestimmen würde, wie sich dieser Vogelschwarm bewegen soll, welche Muster das ergibt.
sondern das Große und Ganze, dieser globale Konsens mehr oder weniger ergibt sich dadurch, dass jeder dieser Vögel einem eingebauten Regelwerk folgt. Ähnlich ist es bei Bitcoin. Es gibt bei Bitcoin keine zentrale Leitstelle, die bestimmen würde, wie sich das System verhalten soll, sondern es gibt nur die einzelnen Teilnehmer, die einem bestimmten Regelwerk folgen und dadurch kommt es zu einem globalen Konsens. Und der globale Konsens bei Bitcoin heißt, welcher Kontostand besitzt wie viele Bitcoins. Abstrakter könnte man sagen, dass wir uns vom Internet der Informationen, wo man Informationen von A nach B verschicken kann, zum Internet der Werte bewegen, wo man echte Werte von A nach B ohne Intermediär über das Internet verschicken kann. War bis jetzt nicht möglich. Man kann zwar hier im Saal jemanden einen 10-Euro-Schein in die Hand geben und damit haben wir ohne Intermediär Werte übertragen, über das Internet war das bisher nicht möglich, vor der Erfindung der Blockchain-Technologie. Nach der Erfindung der Blockchain-Technologie war es möglich. Auch das Bundeskanzleramt in der Digital Roadmap hat das erkannt und hat es in dieser Timeline markiert. Das Bitcoin-Zahlungssystem wird erstmals in einem White Paper 2008 beschrieben, haben die dort als Meilenstein der Digitalisierung hineingebracht. Das ist dieses sogenannte berühmte White Paper, das ist ein 10-seitiges PDF, das hat ein Herr oder eine Dame namens Satoshi Nakamoto, das ist ein Pseudonym, 2008 ins Internet gestellt und auf diesen 10 Seiten, die man übrigens an einem Nachmittag durchlesen kann, ist relativ einfach geschrieben, ist abstrakt formuliert, wie eine Kryptowährung wie Bitcoin funktionieren kann. Und das Interessante ist, dass es jetzt, einige Jahre später, auch wirklich in der Realität funktioniert. Der Titel des Papers war Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Und damit haben wir eigentlich schon die Kernaussage, was Bitcoin ist. Peer-to-Peer, von Person zu Person, also von einer Einheit zu einer anderen, ohne Intermediär. Electronic Cash System, ja, Bargeld fürs Internet. Also mit dem Bitcoin war ursprünglich gedacht, dass man als Äquivalent zu Bargeld fürs Internet schafft. Also Werte direkt von einer Person zur anderen zu übertragen. Gut, wenn wir von Bitcoin sprechen, sprechen wir eigentlich von zwei verschiedenen Sachen. Das eine ist, Bitcoin ist ein digitales Zahlungsnetzwerk und nicht nur ein digitales, sondern ein dezentrales digitales Zahlungsnetzwerk. Also wie schon angesprochen, es gibt keinen zentralen Server, es gibt keine Firma Bitcoin, es gibt keine Geschäftsführer von Bitcoin, es gibt nur die einzelnen Teilnehmer in diesem Zahlungsnetzwerk. Und auf der anderen Seite verschicken wir über dieses Netzwerk jetzt aber keine Euro oder US-Dollar oder ähnliches, sondern eine eigene Werteinheit, nämlich den Bitcoin. Das ist ein eigener Wertträger. Währung dazu zu sagen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, deswegen habe ich es unter Anführungszeichen gegeben, aber nennen wir es mal Wertträger oder im Englischen Token. Und daraus ergibt sich meiner Meinung nach, dass sowas wie Bitcoin oder das abstraktere Konzept einer digitalen Währung, also Bitcoin ist nur ein spezieller Vertreter einer Vielzahl von vielen verschiedenen digitalen Währungen, dass das eigentlich eine neue Asset-Klasse darstellt. Wenn Sie in Österreich zu verschiedenen Behörden gehen und fragen, was ist Bitcoin, werden Sie inzwischen viele Antworten bekommen und alle sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Es gibt für diese neue Asset-Klasse noch nicht die Schublade, wo es reinpasst. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren passieren. Der Titel der Veranstaltung heute, Bitcoin, digitales Gold oder neues Gold, ist insofern interessant, als die Bank of England, die Zentralbank von England, diese Aussage getätigt hat. In einem Paper, Digital Currencies are harder money than a gold standard. Also digitale Währungen sind härteres Geld als der Goldstandard. Warum kommen Sie zu dem Schluss? Deswegen, weil Bitcoin in der Menge begrenzt ist. Also die Anzahl dieser Werteinheiten, die es gibt, ist auf 21 Millionen Bitcoins begrenzt, die aber unterteilbar sind in 100 Millionen Untereinheiten. Also es gibt dann genug Einheiten für jeden Menschen. Das ist die Kurve der Entstehung der Bitcoins. Ist auch aus ökonomischer Sicht vielleicht interessant, man kann von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit mit recht hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, wie viele Werteinheiten in diesem Geldsystem unter Anführungszeichen existieren. Macht das natürlich aus ökonomischer Sicht natürlich als ein sehr planbares Instrument dann. Das ist eine Schlagzeile aus dem Spiegel. Geld gibt es nur kiloweise, ist der Titel. Ist jetzt nicht einfach zusammen erfunden, sondern in Venezuela herrscht derzeit Hyperinflation. Da ist die Gelddruckmaschine angeworfen worden und ist quasi derzeit außer Kontrolle. Dort müssen Sie, wenn Sie bezahlen wollen, das Geld auf die Waage legen, weil es die Zeit dafür nicht bleibt, die Scheine abzuzählen. Legt das Geld da drauf und 2 Kilo entspricht dann, keine Ahnung, so und so viel Pesos. Das kann im reinen Bitcoin-System nicht passieren, weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt, nach Belieben Bitcoins zu drucken. Es werden zwar neue Bitcoins hergestellt, aber nach einer festgelegten Rate und es gibt nicht die Möglichkeit, das nach Belieben zu machen. Da hier sehen Sie, dass Bitcoin einem rasanten Wachstum unterworfen ist. Das ist die Kurve der Transaktionen pro Tag. Also wir sind derzeit bei ungefähr 300.000 Bitcoin-Transaktionen, die pro Tag passieren. Also 300.000 Mal pro Tag schickt eine Person einer anderen Person Bitcoins, für welche Zwecke auch immer. Und einige 100.000 Akzeptanzstellen gibt es. Und damit bin ich jetzt auch schon bei den Anwendungsfällen. Zwei möchte ich vorstellen. Das eine ist Bitcoin als Zahlungsmittel im E-Commerce.
Es gibt ungefähr 300.000 Händler weltweit, die Bitcoin als weiteres Zahlungsmittel dafür nehmen, wenn sie ihre Waren und Dienstleistungen im Internet anbieten. Beispiel Lieferservice.at, dort bestelle ich gerne Pizza. Oder aber auch diese, Verzeihung, das war mir zu schnell, diese Firmen, prominenteste Vertreter sind Microsoft oder Dell. Dort können sie im Online-Shop ihre Waren mit Bitcoins bezahlen. Das überspringen wir jetzt, weil die Zeit nicht bleibt. Es gibt auch für internationale Zahlungen natürlich gute Anwendungsfälle für Bitcoin. Was jetzt derzeit aber sehr nachgefragt wird, wird Bitcoin als Store of Value unter Anführungszeichen, als Wertaufbewahrungsmittel, als Werterhaltungsmittel. Kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt aus ökonomischer Sicht wirklich so ist. De facto ist, dass viele Menschen Angst davor haben, dass ihr Geld ihnen auf welche Art und Weise auch immer abhanden kommt und sie glauben, dass man mit Bitcoin wieder Kontrolle über sein eigenes Geld oder über seine eigenen Werte erhalten könnte. Ist in gewisser Hinsicht richtig, denn wenn man Bitcoins richtig aufbewahrt, gibt es keine Möglichkeit von draußen reinzugreifen. Das heißt, es gibt keinen Fremdzugriff. Die Bitcoins, die ich selber richtig verwahre, unterstehen nur meiner alleinigen Kontrolle. Noch dazu gibt es einen relativ starken Wertzuwachs über die letzten Jahre, der bei weitem natürlich nicht garantiert ist, aber in den letzten Jahren war es so. Das heißt, momentan werden auch immer mehr private und institutionelle Investoren auf das Thema aufmerksam. Naja, wäre es nicht vielleicht doch interessant, 1-2% eines Portfolios mit Kryptowährungen zu befüllen, sei das Bitcoin oder andere. Dazu eine Schlagzeile aus dem Wall Street Journal, Bitcoin come out with age, beat stocks. Also letztes Jahr war Bitcoin bei weitem das beste Asset, das man halten konnte. Muss, wie gesagt, nicht so bleiben, aber war letztes Jahr so. Abschließend noch zwei Folien zum Bitcoin-Preis. Großes Rufzeichen, Achtung, Achtung, Bitcoin ist äußerst volatil. Bitcoin wird auf den freien Märkten gehandelt. Es gibt kein Bitcoin-Preis-Fixing. Bitcoin-Preis kommt dadurch zustande, dass sich Angebot und Nachfrage treffen. Und der Bitcoin-Preis ist eine Achterbahnfahrt. Also hier kurz dargestellt, von unter einem Euro auf 900 Euro. Und dazwischen ist die Kurve so, mit Ups und Downs. Das ist die lineare Darstellung, wo quasi jeder Sprung den gleichen Abstand bedeutet. In der logarithmischen Darstellung sieht sich das Ganze so an. Das ist sehr interessant, weil man sieht hier, dass der Bitcoin-Preis sich eigentlich immer in Blasen entwickelt. Also wir haben schon 5 solche Blasen durchgemacht. Es steht vielleicht eine neue Blase im Raum, man weiß es nicht. Faktum ist nur, wenn sich das Interesse für Bitcoin weiterhin so vervielfachen sollte und man eine große, große Menge von Nachfragern hat, die einer begrenzten Anzahl von Einheiten gegenübersteht, könnte man als rein laienhaft natürlich annehmen, dass der Bitcoin-Preis auch weiter steigen wird. Aber Achtung, dafür gibt es absolut keine Garantie. Bitcoin ist ein technisches Experiment. Und da sind wir jetzt auch schon bei der vorletzten Folie, wo wir noch bei weitem nicht dabei sind, dass wir sagen, das ist eine fertige Lösung, die man auf die Welt loslassen kann. Das muss einem bewusst sein. Wer Bitcoin verwendet, ist Teil eines großen Experimentes, für das es absolut keine Garantie gibt. Bitcoin hat beispielsweise nur ein Problem zu nennen. Derzeit hat ein Problem der Skalierbarkeit, selbst wenn sich die ganze Welt entschließen würde, wir wollen heute Bitcoin verwenden, Bitcoin könnte das nicht abhandeln, rein technologisch. Ja, der Bitcoin-Kurs ist sehr volatil, haben wir schon gehört, und es gibt keine einheitlichen Regulierungsmaßnahmen. Beispielsweise dürfen wir in Österreich Bitcoin-Verkaufsautomaten als Nichtbank betreiben, in Deutschland wäre das nicht möglich. Also wenn man hier gewerblich aktiv werden möchte, muss man sich darauf einstellen, dass es derzeit noch kein wirklich durchgeregeltes Regelwerk gibt, um hier aktiv werden zu können. Gut, das war's von meiner Seite. Dankeschön. Danke. 9,5 Minuten, perfekt. Der nächste Redner ist Thomas Zeinzinger, Coach, Consultant, Trainer, Business Angel, die helfende Hand für Startups. Vor allem, wenn es um das Thema Blockchain-Technologie geht. Die Blockchain Hub Graz ist eher aktiv, ebenso mit den Unternehmen Optina und Lab 10, alle, die sich mit den Bereichen Startups und Jungunternehmertum beschäftigen. Und Herr Zeinzinger spricht jetzt über das breitere Thema Blockchain als breitere als Anwendungsmöglichkeiten. Dankeschön. So, da. Das ein bisschen tiefer. Ja, schönen guten Abend. Mein Thema Blockchain-Anwendungen. Ganz kurz stelle ich mir selbst nochmal vor, das waren so viele Sachen oder so, aber ich konzentriere mich momentan hauptsächlich auf das Thema Blockchain Hub. Blockchain Hub ist ein Hub in Graz, einer in Berlin und einer in Brüssel. Diese Hubs werden wahrscheinlich dann noch Nachwuchs bekommen und Zuwachs bekommen. Wien ist auch im Gespräch, also insofern ein Netzwerk von Hubs, die sich
zwar dezentral, aber eben unterstützen bei der Bekanntmachung von der Blockchain-Technologie. Zusätzlich arbeiten wir aktuell daran, dass wir auch Sachen umsetzen können und definieren eine Genossenschaft, die sich dann mit der Umsetzung in verschiedenen Formen von Projekten auseinandersetzen wird. So, Satoshi Nakamoto haben wir schon gehört. Also 2008, quasi wie das Finanzsystem irgendwie zerfallen ist, hat jemand das Paper rausgebracht und hat eben darauf hingewiesen, dass es auch eine andere Lösung gibt für Peer-to-Peer-Cash. Ist mehr noch? Okay. Gut. Für Peer-to-Peer-Cash-Transfer. Und ich streiche gerne das nochmal raus, was der Max vorher schon gesagt hat. Wir sind es gewohnt, dass wir eben eine Client-Server-Lösung haben. Es gibt immer ein Intermediär, es gibt immer zwischendrin, gibt es irgendjemanden, der eben dafür sorgt, dass die Transaktion, die von einem zum anderen passiert, auch wirklich sicher passiert. Und das eigentlich Revolutionäre war das, dass es diesen Intermediär in solch einem Netzwerk nicht gibt und trotzdem funktioniert es. Und das wichtige Element dabei ist eben die Blockchain. Die Blockchain speichert eben all diese Transaktionen und macht dafür sicher, dass im Endeffekt keiner wiederum die Wahrheit betrügen kann oder verändern kann. Ja? Also wesentlich da in der Mitte drinnen, den Server, den braucht man nicht oder den Intermediär braucht man nicht unbedingt. So, jetzt würde ich ganz gerne in die Runde kurz fragen, wer von Ihnen hat keine Bitcoins? So, von denen, die jetzt aufgezeigt haben, wer glaubt, dass zu 80% Bitcoin für dunkle Geschäfte im Internet verwendet wird? Zu 50%. Zu 20%. Zu 10%. So, dann lösen wir das Ganze ein bisschen auf. Sie sehen da quasi ganz unten rot und oben markiert in der Grafik, sehen Sie so die Wertflüsse, die in Bitcoin passieren. Es gibt eine Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, zu analysieren, wo die Geldströme so hingehen, weil ja natürlich von öffentlicher Seite will man eben wissen, wenn irgendjemand was nicht Erlaubtes gemacht hat, wo kommt denn das her, wo geht denn das hin? Ja, und die haben sich darauf spezialisiert. Also ich würde mal sagen, es sind wenige Prozente oder so, also alle, die bei 80 oder 50 so aufgezeigt haben oder so, die sollten eventuell nur mal genauer hinschauen. Es ist auch wichtig oder so für die Wahrnehmung. Natürlich muss Ihnen klar sein, alles, was in den Nachrichten und so gebracht wird, geht auf das ein, was eine Sensation ist. Ja? Und dort muss ich darauf hinweisen, dass das für schlimme Sachen eingesetzt wird. Ja? Das ist, nur es ist eine verzerrte Wahrnehmung und entspricht eigentlich in keinster Weise dem, was wir haben. So, jetzt haben wir gehört, es gibt mehr als eine Kryptowährung, es gibt nicht nur Bitcoin, es gibt viel mehr. Ja? Und das ist auch nur gerade ein kleines Portfolio, was es irgendwie möglicherweise so gibt an Kryptowährungen. Kryptowährungen sind, seit es Bitcoin gibt oder so, in rauen Massen entstanden. Ja, die haben nicht unbedingt eine riesige Marktkapitalisierung, aber sie können sich selbst ihre Kryptowährung in 5 Minuten machen. Wert ist sie dann in dem Moment wahrscheinlich noch nichts, aber machbar ist es, dass sie in 5 Minuten eine Währung haben. So, wenn man jetzt sich die besten 10 anschaut, dann sehen Sie natürlich Bitcoin ganz oben, dann kommt Ether oder Ethereum und gefolgt von Dash, Ripple, Monero, Ethereum Classic und so weiter. Im Prinzip haben Sie jetzt dort eine Marktkapitalisierung von ca. 20 Milliarden, wiederum global gesehen relativ harmlos, eigentlich nicht wahnsinnig viel, was man irgendwie so im Gesamtwert da drinnen stecken hat. Aber hochvolatil und eben spannend, vor allem wenn man dann anfängt, damit zu operieren. So, und wofür sind die jetzt gut? Oder wofür kann man diese Blockchain-basierenden Systeme und Währungen verwenden? Das ist vorher auch schon gesagt worden. Also einmal als Wertspeicher. Ein Wertspeicher ist eine von den Funktionen. Die zweite ist eben der Austausch von Werten. So, jetzt machen wir es mal mit einem Beispiel. Stellen wir sich vor, ich habe einen kryptografischen Token und ich kriege für den kryptografischen Token eben ein Stück Brot. Ja, und das Brot, das ist mehr oder weniger
der Wert, den was der Token oder so, der hat den Wert eines Stücks Brot. So, wenn ich jetzt sage, ich spare mir was auf, dann kann ich eben den Wert speichern und kann ihn dann weitergeben. Dann kann ich diesen Wert an jemand anderen übertragen. Und das sind einmal so die Grundfunktionen, die man eigentlich aus Bitcoin gut kennt. Eine weitere Funktion, die in dem Sinn nicht so bekannt ist, ist das, Sie können natürlich in so einer Blockchain was reinschreiben. Und nachdem die in der Vergangenheit nicht veränderbar ist, können Sie dort unter Anführungszeichen Daten reinspeichern. Und dann haben Sie etwas zeitlich dokumentiert. Ja, eindeutig und unveränderbar. So wie weitere Funktionalität, die ist in dem Sinn wichtig, auch quasi, wenn es irgendwie dann so in einen rechtlichen Kontext reingeht, wenn man sagt, hat jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas besessen. So, und jetzt haben wir drei Funktionalitäten und jetzt kommt das eigentlich Spannende oder das, warum ich irgendwie auf das Thema aufmerksam worden bin. Dann können Sie das Ganze noch automatisieren. Dann können Sie sogenannte Smart Contracts verwenden und mit den Smart Contracts automatisieren Sie diese drei Funktionen obendrein. Und durch diese Automatisierung sind Sie im Endeffekt dann in einem System drinnen, wo Sie Maschinen mit Maschinen im Endeffekt interagieren lassen können und diese sich gegenseitig bezahlen, weil sie sich im Endeffekt auf einer Plattform bewegen und auf dieser einen Plattform können Sie jede Leistung auch direkt abrechnen, in kleinsten Einheiten. So. Wie gesagt, die Blockchain-Technologie lässt es zu, dass man Intermediäre nicht unbedingt braucht und dass man Werttransfers massiv beschleunigt. Ja? Den Intermediär, das können wir sich vorstellen, wir könnten sagen, bei einem Grundtransfer brauchen wir nicht zwangsläufig einen Notar. Wir können beim Beschleunigen, können wir hergehen und sagen, wenn wir den Notar nicht brauchen, dann können wir im Endeffekt den Grundtransfer in einer Stunde erledigt haben. So, dort haben wir beide Funktionalitäten. Man kann sowohl die eine als auch die andere, als auch beide Funktionalitäten nutzen. So, in dem Bereich, wo wird das jetzt eingesetzt? Vier Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht, oder acht Beispiele eigentlich. Der Finanzbereich. Etherisk macht automatisierte Versicherungen. Das Beispiel ist im Endeffekt eine Flugversicherung, die Sie selbst abschließen und automatisch kriegen, sobald Ihr Flug verspätet ist. Das andere ist eine Kryptowährung, die direkt an staatliche Währungen gebunden ist. Also Decentralized Capital hat direkt gebundene staatliche Währungen und dann können Sie das Ganze wieder machen, was in Krypto üblich ist oder möglich ist, ist natürlich nicht die ursprüngliche Idee von Bitcoin gewesen, aber Sie können diese hohe Automatisierung können Sie dann in die Kryptowelt mitnehmen oder in die normale Welt mitnehmen. Im Energiebereich der Austausch von Energie zwischen Nachbarn. Der eine Nachbar verkauft dem anderen Nachbar Strom. Das ist Transactive Grid. Weiteres Beispiel, Share and Charge. Dort besitzt das Auto die Geldbörse und zahlt selbst für den Strom. ATEC macht Identifikationssysteme für die UNO oder für die UN. Das heißt, ich muss ja sicher gehen, dass ich das Essen immer wieder eben an verschiedene Leute verteile und dort sind die positioniert, dass eben die Leute, die Refugees, die dort betreut werden, auch entsprechend identifizieren können und dass zuverlässig die Essensverteilung passiert. Cronaway macht genau das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Grundbuch. Die bauen gerade für Schweden das Grundbuch auf einer Blockchain-Lösung, wo sie dann alle Rechte, alle Belastungen dort abgebildet haben und schlussendlich, wenn es fertig ist, sollte es genauso funktionieren, dass sie eben ganz schnell den Werttransfer machen können zwischen Personen, je nachdem wie es dann aufgesetzt ist, möglicherweise kontrolliert noch wer zwischendurch, aber es wird sicher keine 1 bis 6 Monate mehr dauern, bis dass man eben ein Grundstück, ein Haus, ein was auch immer verkauft. So, und zu guter Letzt, Ujo Music kümmert sich darum, dass im
Musiktitel, die eben mit Rechten besehen sind, auch direkt abgerechnet werden an alle, die an diesem Musikstück beteiligt sind und das in dem Moment, wo es gekauft wird. Das heißt, ich kaufe das und jeder kriegt seine Prozente an diesem Musiktitel direkt von denen, die das produziert haben. Und zu guter Letzt, ein österreichisches Beispiel, und ich wusste nicht, dass der Andreas heute da ist. Andreas macht die Mindbox. Und die Mindbox ist im Endeffekt ein Speicher, ein dezentraler Speicher, den Sie sich bei Ihnen ins Büro stellen. Dort stellen Sie Speicherplatz anderen für Backups zur Verfügung, nutzen selbst natürlich auch Speicherplatz und Sie bekommen dafür Kryptowährung durch das zur Verfügung stellen und Sie können mit dieser Kryptowährung wiederum Ihre eigenen Backups zahlen. Und insofern haben Sie jetzt die eigene Cloud bei sich zu Hause stehen, Sie wissen, wo die Daten sind und brauchen sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass die Daten woanders liegen. So, herzlichen Dank. Danke für die wunderbare Zeitdisziplin wieder einmal. Es ist übers Internet ist eine erste Frage reingekommen, die eigentlich an mich gerichtet war. Was ich als Moderator sollte ich keine Rolle spielen, aber weil ich mich in der Vergangenheit auch sehr kritisch gegenüber Bitcoins geäußert habe, wurde ich gefragt, ob ich meine Meinung geändert habe. Ich kann nur sagen, Skepsis bleibt, aber ich lasse mich sehr gerne auch überzeugen. Und vor allem Blockchain-Technologie ist faszinierend und hat ganz großartige, hat sicher hochinteressante Chancen. Ich hätte doch eine erste Frage an Herrn Terzinek. Habt ihr Seite gewechselt? Sie sind jetzt hier, okay. Ja. Super. Eine erste Frage an Sie. Sie haben gesagt, Bitcoins zu halten ist ganz besonders sicher. Es gab Berichte, spektakuläre Geschichten von großen Mengen von Bitcoins, die gestohlen wurden und spurlos verschwunden sind. Kann das wieder passieren? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, wenn man es richtig macht, kann man Bitcoin sehr, sehr sicher halten. Immer, für alle, für jede. Nein, aber das ist schon zu betonen, wenn man es falsch macht, kann man Bitcoin sehr leicht auch verlieren und diese spektakulären Hackerangriffe oder ähnliches, das war im Grunde so, dass jemand seine Bitcoins treuhändisch jemanden anderen überlassen hat zur Aufbewahrung und der andere auf das nicht gut aufgepasst hat. Das ist das grundlegende Problem. Sind die Treuhänder, die heute aktiv sind, kann man sich auf die verlassen? Viel besser als noch damals, sagen wir mal so. Also die großen Bitcoin-Börsen sind sicher technologisch viel weiter vorangeschritten als damals. Es gibt inzwischen auch in gewisser Hinsicht eine Aufsicht darüber. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass wenn man Bitcoins oder digitale Währungen oder digitale Assets im Allgemeinen jemanden Fremden zur Aufbewahrung übergibt, dass man dem vertrauen muss. Und dann kann es natürlich auch schief gehen. Kann man sie selbst aufbewahren? Man kann sie selbst aufbewahren. Das ist ja das eigentlich Faszinierende daran. Da weiß man, wie man es macht. Genau. Fragen? Bitte? Ja, bitte. Ja, vielleicht, weil das nämlich sehr wichtig ist, dann auch für die späteren rechtlichen Ausführungen. Kann man ganz kurz nur ein paar Worte dazu sagen, wie das technisch funktioniert mit den Adressen und den privaten Schlüsseln, dass man da nur zwei, drei Worte dazu sagt, weil das gut für die Einordnung wichtig ist. Also es gibt im Bitcoin-System sowas wie die Bitcoin-Adresse, das ist quasi das Äquivalent einer Kontonummer im Bankensystem und auf einer Bitcoin-Adresse liegt dann ein bestimmter Bitcoin-Betrag und Zugriff auf diesen Bitcoin-Betrag hat nur derjenige, der den privaten Schlüssel dazu hat. Das kann man sich vorstellen wie ein Schließfach. Hinter dem Schließfach liegt normalerweise Gold, aber in dem Fall Bitcoin. Und wenn Sie den Schlüssel haben, den privaten Schlüssel zu diesem Schließfach, können Sie sich gegenüber dem Bitcoin-Netzwerk als rechtmäßiger Eigentümer ausweisen und diese Bitcoins dann auch versenden. Und dieser private Schlüssel ist nichts anderes als eine lange Zeichenkette, den kann man sich beispielsweise auf ein Blatt Papier ausdrucken. Und wenn man sich dann dieses Blatt Papier in den Safe legt, dann hat man wirklich die Gewissheit, dass niemand anderer, außer man selber, im Falle des Falles an die Bitcoins rankommt. Das ist nämlich kryptografisch und mathematisch so abgesichert, dass es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich ist, ohne diesen privaten Schlüssel auf die Bitcoins zuzugreifen. Wenn man diesen privaten Schlüssel aber jemand anderen überlässt, kann der das Schließfach damit aufsperren und hat Zugriff auf die Bitcoins. Warten Sie. Das nicht unbedingt. Müsste man hier gebildet, sozusagen
Die Frage war für diejenigen, die es nicht gehört haben, ob man dann nicht nachvollziehen könnte, wer die Bitcoins gestohlen hätte. Ja und nein, denn man hat keine persönliche Identität an diese Bitcoin-Adresse geknüpft. Man weiß zwar, dass die Bitcoins von einer Adresse oder von einer Kontonummer an eine andere gewandert sind. Wer aber das initiiert hat und wem die andere Adresse / Kontonummer gehört, ist in der Blockchain nicht ersichtlich. Man sieht aber den Transfer der Bitcoins, dass sie geflossen sind. Okay. Fragen? Die hier? Zuerst Norden, nehmen wir das Mikrofon. Dann von dort, ja. Daran anschließend vielleicht gleich, das ist ja die größte Kritik eigentlich an Bitcoin an sich, dass es keine Identifizierung gibt, wie jetzt im normalen Zahlungssystem, wo es einen KYC-Prozess gibt. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, dass da eine Legalisierung stattfindet? Was ja auch grundsätzlich der Grund ist, warum praktisch jede Zentralbank davor warnt. Also im Prinzip... eigentlich ist der Max der Richtige, ja? Weil im Prinzip der Max macht ja nichts anderes bei seiner Firma und wenn größere Transaktionen passieren, dann identifiziert er genauso seine Kunden dort. Er macht es aber eben aus freien Stücken, müsste nicht unbedingt. Insofern geht auch die rechtliche Lage in diese Richtung, dass es eben nicht mehr so einfach ist, dass man eben anonym sich im Bitcoin-Netzwerk rein und raus bewegt. Und dort kommt die Regulierung der EU, ich glaube heuer noch im Juni oder so, zum Tragen. Das heißt, dort werden alle Schnittstellen hin zum Bitcoin-Netzwerk, wenn es eben über einen gewerblichen Anbieter geht, genauso die Identifikation machen müssen wie eben im normalen Bankenbereich. Vielleicht nur eine Analogie dazu. Man muss Bitcoin meiner Meinung nach wirklich als neutrale Technologie betrachten. Ganz gleich wie das Internet per se auch eine neutrale Technologie ist. Natürlich kann jeder, wenn er möchte, alles ins Internet reinschreiben. Wir sind jetzt aber in einem Zeitpunkt, wo man für gewisse Dinge, die man vielleicht auf Facebook oder so postet, doch auch rechtlich belangt wird. Da muss einfach dann der Gesetzgeber auf die Technologie reagieren. Ähnliches ist bei Bitcoin. Bitcoin ist potenziell eine sehr neutrale Technologie, die jetzt kein Gut oder Böse oder Schlecht und Gut kennt. Wie man damit umgeht, das ist dann Sache des Gesetzgebers und das ist auch im Kommen. Also es wird früher oder später, eher früher als später reguliert werden, wie alle anderen Finanzinstrumente. Okay. Dort war eine Hand, ging rauf. Ja, warten Sie auf das Mikrofon. Warten Sie aufs Mikrofon bitte noch. Es kommt gleich. Guten Tag, ich wollte Sie fragen zum Thema Bitcoin-Splitting, Thema Bitcoin Unlimited, ob Sie dazu was sagen könnten. Das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Frage, die wahrscheinlich dem Großteil der Zuhörer jetzt nicht sagen wird. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Es steht momentan, wie ich schon angesprochen habe, dieses Skalierbarkeitsproblem von Bitcoin wirklich sehr stark im Raum. Bitcoin kann derzeit nicht wachsen, so wie es wachsen sollte. Deswegen gibt es zwei unterschiedliche Strömungen, die technologisch unterschiedliche Vorschläge machen, wie man dieses Problem beheben könnte. Der eine neue Player, quasi um es mal so auszudrücken, nennt sich Bitcoin Unlimited. Die haben eine andere technologische Vorstellung davon, wie Bitcoin funktionieren könnte, als eine andere Gruppe, die sogenannten Bitcoin Core-Leute, die ursprüngliche Vorstellung hatten. Und jetzt sind wir genau bei dem Problem oder aber auch bei dem großen Vorteil, dass es eben keinen zentralen Akteur gibt. Jetzt müssen sich diese Kräfte am demokratischen Markt unter Anführungszeichen das ausmachen und dann wird man sehen, was passiert. Sollte es zu keinem Konsens kommen, dann steht im Raum dieses sogenannte Splitting, dass sich die Bitcoin-Währung in zwei Unterwährungen aufteilt. Wenn nämlich eine Mehrheit sich dafür entscheiden sollte, eine Bitcoin-Regel zu ändern, dann kann sie das tun. Wenn die andere Seite nicht auf diese neue Regel aufspringt, dann hat man quasi zwei verschiedene Währungen. Dann hätte man zwei Bitcoin-Untergruppen quasi, was natürlich für die Brand Bitcoin in erster Hinsicht vielleicht nicht so gut wäre, aber früher oder später, also ich persönlich bin der Meinung, es sollte eher früher als später passieren. Das ist meine persönliche Meinung. Aber technisch lassen sich die Skalierungsprobleme überwinden? Ist Bitcoin in der Lage, die gesamte Weltwirtschaft zu bedienen? Es gibt sehr viele Vorschläge dazu, wie das technologisch umgesetzt werden könnte, die alle in der Theorie funktionieren. Wenn sie aber noch nicht von einer Mehrheit anerkannt werden, kann man sie nicht umsetzen. Eine Frage hier bitte. Danke. Nachdem ich schon im fortgeschrittenen Alter bin, was passiert, wenn ich also morgen
Todumfalle und niemand weiß, also, dass in meinem Safe oder in irgendeinem Ladl die Bitcoin-Kontonummer bzw. also der Schlüssel ist, dann wird es ja irgendwann einmal etwas so wie die herrenlosen Gelder, die man also seinerzeit im Zuge des Zweiten Weltkriegs dann also in der Schweiz generiert hat und die entstanden sind. Was passiert mit denen oder kann damit überhaupt was passieren? Und zweitens, brauche ich nicht also wieder zwei sichere Verwahrstellungen, nämlich eine für die Kontonummer und eine für den Code, weil wenn ich beides an einem Ort habe, kann ja dann wieder missbräuchlich sozusagen also jemand das verwenden. Also im Prinzip, Sie haben einen Schlüssel. Mit diesem einen Schlüssel können Sie dann darauf zugreifen. Und wenn der Schlüssel quasi bei Ihnen im Safe ist und niemand den Schlüssel interpretieren kann, weil Sie nicht zugeschrieben haben, das ist quasi eine Bitcoin-Adresse und mit, also ein Bitcoin-Schlüssel und damit kann ich im Endeffekt auf Bitcoins zugreifen, dann schmeißt denn diesen Schlüssel möglicherweise wer weg. Ja? Dann kann in Zukunft nie wieder irgendjemand auf diese Bitcoins zugreifen. Die sind zwar in der Blockchain immer noch gespeichert, aber niemand kann mehr darauf zugreifen. Man geht auch heute davon aus, dass es sehr viele Bitcoins im Netzwerk gibt, die gar nicht mehr bewegt werden können, weil die Schlüssel verloren gegangen sind. Also Schlüssel gut aufheben, die Leute informieren, die es wissen sollten, damit sie auch dann das interpretieren können, sollte dieser Fall eintreten. Ist das auch eine Frage hier? Ausgeht, dass jetzt so viele Schlüssel verloren gegangen sind, dann sinkt ja eigentlich die Währungsmenge kontinuierlich, oder? In dem Fall ist es so, ja. Also ob es jetzt kontinuierlich sinkt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist davon auszugehen, dass sobald mal quasi diese Obergrenze erreicht ist, potenziell die Geldmenge immer kleiner wird durch verlorene Bitcoins. Das ist richtig, ja. Man geht so aus in einer groben Schätzung, dass zwischen 1 und 2 Millionen Bitcoins gar nicht mehr verfügbar sind. Verloren, Festplatten sind gecrashed zu Beginn, gerade zu Anfang, wo Bitcoin noch nichts wert war, war es natürlich auch nicht so wirklich wichtig, darauf aufzupassen. Das ist so wie wenn Bargeld verbrennt ungefähr. Das oder? Ist wie Bargeld verbrennt oder wie wenn Gold am Meeresgrund versinkt. Okay. So auf die Art. Da war, glaube ich, eine Frage. Jetzt schauen wir, ob das Mikrofon Sie erreicht. Das wird dann wahrscheinlich die letzte Frage in dieser Runde sein. Ich hätte nochmal eine Frage zum Split. Mir ist gesagt worden, wenn ich das immer auf einem Paper-Wallet aufbewahre, vor dem Split zum Beispiel, und sich die zwei Gruppen nicht einigen, dann kann mir nichts passieren, weil meine Bitcoins in beiden in Core und in Unlimited weitergeführt werden. Wenn ich das aber nicht tue und nicht gut verwahre, sagen wir mal bei einer Wallet bin, die dann nur Unlimited oder nur Core unterstützt, dann könnte es sein, weil Sie schon angekündigt haben, die beiden Gruppen, dass es sein kann, dass sie sich gegenseitig, ich meine, es klingt jetzt sehr kindisch, aber vernichten, dann könnte es sein, wenn ich auf die falsche Technologie gesetzt habe, dass dann meine Bitcoins komplett weg sind, oder? Potenziell ja. Also grundlegend ist es so, wenn man Bitcoins vor dem Split besitzt, kann man sich dann danach entscheiden, was man damit macht. Potenziell hat man sie auf beiden Ketten, also man kann sie auf beiden Ketten ausgeben. Man wird gut daran tun, einmal abzuwarten, was passiert und jetzt nicht voreilig Bitcoins von einer in die andere Kette umzuwandeln und zu verkaufen. Das wäre meine persönliche Herangehensweise. Wenn man sie in Fremdverwahrung hat, muss man natürlich wissen, was dieser Wallet-Betreiber dann mit den Bitcoins vorhat, auf welcher Kette er aufbaut. Das ist richtig, ja. Also faszinierend, diese ganzen technischen Details auch. Ich glaube trotzdem, wir werden jetzt diesen Punkt der Diskussion jetzt beenden. Ganz herzlichen Dank, Herr Tertinek und Herr Zeitzinger. Es wird in der Schlussrunde sicher noch Möglichkeiten geben, die beiden Herren zu befragen. Aber wir wollen jetzt zu den Themen gehen, die uns die wirtschaftliche Seite und dann die rechtliche Seite. Und es als nächster spricht Beat Weber, langjähriger Mitarbeiter der Österreichischen Nationalbank, Experte für Fragen des Geldes, was ist Geld und wie funktioniert Geld und auch von der ökonomischen Seite eines der führenden Bitcoin-Experten. Guten Abend. Danke. Ich möchte Bitcoin ist ja vieles, haben wir heute gehört schon, und die darunterliegende Technologie birgt viele Versprechen. Ich möchte zwei Zuschreibungen aufgreifen, die gefallen sind und aus ökonomischer Sicht besonders interessant sind, nämlich erstens, Bitcoin ist eine Währung und Bitcoin hat Ähnlichkeiten mit Gold oder ist inspiriert davon und sozusagen was davon zu halten ist, möchte ich Ihnen in den wenigen Folien näher bringen. Und zwar in einem ersten Schritt kurz die Eckpunkte
Merkmale? Was macht der Goldwährung aus? Was macht Bitcoin aus? Was macht sozusagen Währungen, die wir heute kennen, wie den Euro und den Dollar aus? Und die Grundregel bei einer Goldwährung, die aus Goldmünzen besteht, ist, dass die Menge limitiert ist. Die Deckung dieses Wertes ist sozusagen mit Bargeld identisch. Der Vermögenswert, der eine Goldwährung deckt, ist in dem Bargeld selber enthalten. Und festgelegt wird der Wert am Markt mehr oder weniger für Edelmetall. Die Angebot und Nachfrage regeln den Wert, der sich sozusagen dann auf die Geldheit einer Goldwährung überträgt, mit der Einschränkung, dass sozusagen die Prägeinstanz, also der Ausgeber dieser Währung, einen gewissen Spielraum hat, wenn er Glaubwürdigkeit hat, durch Reservemanagement oder Variation von Nominalwert und Metallwert eine gewisse Stabilisierung herbeizuführen. Bei Bitcoin ist sozusagen die Menge auch limitiert. Und was dazu kommt, die Ausgabe ist automatisiert. Das ist nicht so wie Gold, also sozusagen, dass halt per Zufallsfunden mal mehr und weniger wird. Weniger selten, außer es kommt Goldfinger und nukes. Aber die Menge ist limitiert und die Ausgabe ist nach dieser Regel automatisiert. Ein Gegenposten oder Deckung dafür gibt es keins. Ne? Da, mein Vorredner hat schon gesagt, Bitcoin ist mehr als Token zu verstehen. Es ist ein Gutschein, auf, weiß nicht, wo niemand irgendwas garantiert, sondern ein Wertträger, dessen Wert erstmal unbestimmt ist, dessen Ausgabe ein Geschenk ist, sozusagen an die Leute, die aktiv sind im Bitcoin-Netzwerk nach einer gewissen Regel. Und der Wert, dass das überhaupt einen Wert hat, liegt daran, dass es ein paar Leute gibt, die auf privaten Börsen bereit sind, dafür offizielle Währung zu zahlen. Ne? Und dort bildet sich der Wert nach Angebot und Nachfrage auf diesen privaten Börsen. Wie schaut das bei Euro, Dollar und anderen Währungen aus, die wir kennen? Dort ist die Menge variabel, das ist ein wichtiger Unterschied. Und ausgegeben wird das Ganze nicht im Wege eines Geschenks, weil sozusagen Geldschöpfung ist keine Reichtumsschaffung, sondern ein Tausch, wo sozusagen neues Geld ausgegeben wird, im Gegenzug zur Hereinnahme von Vermögenswerten. Also Geldschöpfung fügt dem Vermögensstand einer Volkswirtschaft nichts hinzu, sondern tauscht illiquide Vermögenswerte gegen liquidere Vermögenswerte, sprich Zahlungsmittel, mit denen ich auch einkaufen gehen kann, weil mit Schuldverschreibungen und Aktien kann ich nicht in Billa einkaufen, mit Euro und Dollar schon. Und das spiegelt sich in der Bilanz des Ausgebers wider, wo sozusagen Euros sind Verbindlichkeiten der Europäischen Zentralbank und jeder gute Bilanzier weiß, jeder Verbindlichkeit muss eine Forderung in gleicher Höhe gegenüberstehen. Also in der Bilanz des Eurosystems finden Sie jeden Euro gedeckt mit einem Vermögenswert aus dem Privatsektor. Wie wird nun der Wert festgelegt? Sozusagen der Ausgeber kann den Wert stabilisieren, weil er sozusagen in der Hand hat, für die Ausgabe von Geld sozusagen die Bedingungen zu diktieren. Er kann den Zins festlegen und die Menge variieren. Und das tut er im Auftrag eines öffentlichen Mandats, nämlich Stabilität sicherzustellen. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Wert. Was ist Wert von einer Währung? Das hat zwei Dimensionen im Wesentlichen. Wir sprechen vom Außenwert und vom Binnenwert einer Währung. Der Außenwert ist das, was wir unter dem Wechselkurs kennen, also was ist ein Euro in Dollar wert, was ist ein Bitcoin in Dollar wert und so weiter. Und die zweite Dimension ist der Binnenwert, das heißt, was kann ich mir im Währungsraum, wo diese Währung gilt, dafür kaufen, was sind die Preise, die in dieser Währung festgelegt sind. Zwei verschiedene Dimensionen, die jetzt nicht unmittelbar aneinander gekoppelt sind. Was die erste Dimension, den Außenwert betrifft, beobachten wir, dass heutzutage die meisten Währungen ihren Außenwert vom Markt festlegen lassen. Also je nachdem Angebot und Nachfrage auf Währungsmärkten bestimmt den Kurs von Euro zu Yen, Renminbi und Dollar. Sie sehen hier in dem oberen Grafik vier Linien. Die stabilste davon, die lilane, ist relativ stabil. Warum? Weil das ist der Renminbi, die chinesische Währung, die deswegen stabil ist, nicht weil der Markt da so unglaublich viel Vertrauen drin hat, sondern weil hier der Ausgeber den Wechselkurs stabil halten möchte. Und das steckt hinter Stabilität von Wechselkursen, steht ein Ausgeber, der diesen Kurs stabilisiert, also Nachfrageschwankungen ausgleicht. Und das ist nicht so beim Euro und beim Dollar, wo wir sagen, sozusagen, wir lassen das den Markt bestimmen
und weil wir ein großer Währungsraum sind, kümmert uns der Außenwert nicht so besonders. Unten sehen Sie noch den Kurs Bitcoin-Dollar. Es wird ja oft gesagt, Bitcoin sei so volatil. Und dieses Schicksal teilt es mit anderen Währungen, vielleicht ist es ein bisschen volatiler, was den Außenwert betrifft. Das ist die Frage, ist der Außenwert für uns wahnsinnig zentral? Nein, weil sozusagen ein hoher Wechselkurs oder ein bestimmter Wechselkurs ist sozusagen für die einen gut, für die einen schlecht. Wenn ich mit dem Ausland interagiere, dann kommt es darauf an, ob ich exportiere oder importiere. Je nachdem bin ich interessiert an einer bestimmten Wechselkurshöhe. Also ein hoher Wechselkurs ist sozusagen für Währungs nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sondern es gibt unterschiedliche Betroffenheiten. Und die zweite Frage, ist der Wechselkurs relevant? Bei großen Währungen, ich meine beim Schilling hat es ein bisschen anders ausgeschaut, wo wir ganz groß Außenhandel gemacht haben, war der Wechselkurs für uns wichtig und wir haben ihn stabilisiert. Wo sozusagen bei einem großen Währungsraum wie dem Euro, dem Dollar, wo sozusagen der Außenhandel im Vergleich zur Binnenwirtschaft relativ bescheiden ist, ist sozusagen der Wechselkurs für den Alltagsnutzer nicht im Vordergrund. Hier kommt es darauf an, die zweite Dimension, zweite Wertdimension zu beachten, nämlich den Binnenwert. Das ist das, was für uns als Alltagsnutzer, die wir nicht sozusagen unsere Waren über Amazon.com beziehen, hauptsächlich, dann wird der Dollar wichtig sein. Aber sonst, wenn wir normale Supermarkteinkäufer sind, ist uns die Kaufkraft, die Binnenkaufkraft der Währung wichtig. Und sozusagen, die hat drei Dimensionen, hat Geld, sozusagen, wo diese die eine Voraussetzung dafür sind. Erstens, dass alle Preise im gleichen Währungsraum in dieser Währung ausgezeichnet sind. Also wenn ich in den Supermarkt hineingehe, sozusagen ist das Geld, was ich in der Tasche habe, die gleiche Einheit wie das, der Gemüsepreis, der angeschrieben ist. Ich kann auch davon ausgehen, dass es, das heißt allgemeine Akzeptanz als Zahlungsmittel, dass jeder Supermarkt im Euroraum mehr Euro abnehmen wird. Bei Bitcoin ist es nicht so sicher. Und dritte, nicht unwesentliche Eigenschaft, ich kann davon ausgehen, dass die Kaufkraft relativ stabil ist. Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und weiß, das Backel Milch kostet 1,10 Euro, kann ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es in einer Woche der gleiche Preis sein wird oder nicht wesentlich davon unterschieden. Ist es in 50 Jahren der gleiche Preis? Keine Ahnung, kann Ihnen niemand sagen, die Welt bleibt unsicher. Aber sozusagen kurz- und mittelfristige Kaufkraftstabilität ist etwas, was im Mandat des Ausgebers steht und wofür mit ziemlicher Sicherheit ganz gut sorgt. Und diese drei Eigenschaften, die wir an Geld implizit voraussetzen als Nutzer, ist etwas, was bei Bitcoin nicht zu finden ist. Nicht? Sie werden keinen einzigen Preis finden, der relevant ist und in Bitcoin festgesetzt wird. Es gibt zwar, wie schon gesagt worden ist, eine Menge Leute, die sagen, wir würden auch Bitcoin akzeptieren, aber sozusagen sie akzeptieren es zum täglichen Kurs. Ne? Sozusagen die Preise, die sie verlangen, sind in Euro festgesetzt oder in Dollar und den Bitcoin-Preis, den sie nehmen, ist tageskursabhängig. Das heißt, ich betrete den Supermarkt, schaue, was kostet die Orange, aha, 1 Euro kostet das Kilo, ich rechne es um in Bitcoin, so und so viel Bitcoin. 5 Minuten später, ich bin mir in der Kasse, der Bitcoin-Preis kann sich wieder geändert haben. Ist für Leute, die das Risiko und das Spiel lieben, vielleicht interessant, für den normalen Nutzer im Alltag relativ unattraktiv. Abgesehen davon, dass sich die Frage stellt, Zahlungsmittelakzeptanz sozusagen ist ja noch nicht sehr verbreitet. Und sozusagen als Zahlungsmittelnutzung, das hat die Grafik des Zweitredners schon ganz eingangs gesagt, sozusagen ist im Bitcoin eine gewisse Rolle, nicht? Wenn man das 10% oder so, weiß nicht, was die Datenbasis ist, weil sozusagen für, wenn ich in China bin und sozusagen es Kapitalverkehrskontrollen gibt und ich möchte mein Geld ins Ausland bringen, ist Bitcoin ein interessantes Vehikel für kleine Beträge. Ich habe schon gehört von chinesischen Restaurantangestellten in Österreich, die sich erkundigen, ah, Sie sind bei der Nationalbank, wie wissen Sie über Bitcoin Bescheid, das ist interessant, weil meine Familie will da flüchten. Und sozusagen viele andere Aktivitäten, wo mir Anonymität sehr wichtig ist, da kann ich sozusagen komme ich mit offizieller Währung nicht weit und da ist Bitcoin interessant, aber das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Nischenprodukt. Und was die Wertaufbewahrung betrifft, brauche ich natürlich eine hohe Risikoakzeptanz, weil bei einer Kursvolatilität von so, sozusagen ist von Wertaufbewahrung bestenfalls euphemistisch die Rede. Also was die zentralen Dimensionen von Geld für den Alltagsnutzer betrifft, ist Bitcoin einfach
unvergleichlich zum Euro. Was ist ein Bitcoin? Ist eh schon gesagt worden, sozusagen ungefähr 70% der Aktivität besteht darin, Bitcoin von und zu Währungsbörsen hin und her zu schieben, also eine spekulative Aktivität steht hier im Vordergrund. Leute kaufen und verkaufen Bitcoin in der Hoffnung auf Wertgewinne, mit der Wahl des richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkts oder um sozusagen in die Währung hineinzugehen, ins Ausland damit zu gehen und wieder herauszunehmen, also Kapitalverkehrsflucht. Zahlungsmittelfunktion hat es bestenfalls in Nischen, wo mir sozusagen Pseudonymität und in der Einstiegsphase geringe Nutzergebühren besonders wichtig sind. Und so wichtig, dass mir die Nachteile, nämlich die enorme Volatilität und die beträchtlichen Nutzungsrisiken, die wir in der letzten Diskussionsrunde schon angesprochen haben, demgegenüber nicht so wichtig sind. Somit eine kurze Einschätzung aus ökonomischer Sicht und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke, Herr Weber. Wir haben schon immer wieder Das Thema Recht wurde schon gestreift von verschiedenen Seiten. Jetzt schupfen wir mitten hinein und ich bitte jetzt Christian Piska, den Sie schon kennengelernt haben, für seinen Teil eines, glaube ich, geteilten Vortrags. Nach ihm spricht dann Sophie Schock, die Universitätsassistentin auch im Institut von Professor Piska ist. Und Sie haben jetzt aufgenommen. Bitte. Es geht um die Stolpersteine im öffentlichen Recht. Vielen Dank, Herr Dr. Frey. Legen wir los. Bitte. Passt. Gut, also Bitcoins sind definitiv ein Medium, das das Zeug hat, the next big thing zu werden, wie es der Kollege Blocher aus Kassel treffend formuliert hat. Ja, das nächste große Ding nach dem Internet in den 90er Jahren und was daraus wird, das bestimmen wir letztlich alle selber mit und die Staaten, die eventuell dann Regulierungsmaßnahmen treffen, die dann dazu führen könnten, dass das von den Leuten nach wie vor angenommen wird oder die eventuell auch gegenteilige Effekte haben könnten. Ja, damit werden wir uns ganz kurz jetzt beschäftigen. Generell kann man sagen, es gibt kaum Rechtsvorschriften, die sich mit Bitcoin gezielt auseinandersetzen. Ein paar sind im Werden, das haben wir schon vorher angedeutet. Es gibt keine gerichtlichen Entscheidungen oder verwaltungsbehördliche Entscheidungen dazu. Aber was es gibt bereits Rechtsansichten diverser Institutionen, wie zum Beispiel der FMA. Dazu werden wir später dann im Laufe des heutigen Abends noch etwas hören. Es ist logisch, dass die Institutionen, die für den Staat Kapitalmarktüberwachung betreiben oder wo der Staat sich was rausholen kann, wie zum Beispiel das BMF natürlich, sich gern und als Vorreiter mit dieser Frage beschäftigen. Und so hat man ja auch schon im Prinzip erkannt oder ist man dabei zu erkennen, dass die Generierung von Werten durch Bitcoins eventuell für die Steuer eine, sage ich einmal, interessante Einkommensquelle sein könnte. Ja? Es gibt bis jetzt schon einiges an Literatur, also man beschäftigt sich zunehmend mit dieser Geschichte und das natürlich führt dazu, dass das Phänomen immer mehr erschlossen wird. Ja, ich sage mal, wir müssen da nach der Popperschen Falsifizierungsthese vorgehen. Ja. Prinzipiell, hier haben wir einen Raum, in dem es nichts Fixes gibt, wo man sich festhalten kann, beziehungsweise wir sind dabei, das aufzuarbeiten. Das werden Sie dann im Rahmen der weiteren Vorträge noch hören und auch im Rahmen meines Vortrages. Wir müssen mal sagen, wir stellen jetzt Thesen auf und diese Thesen gelten einmal so lange als wahr, ja, wenn sie nachvollziehbar sind, bis jemand anderer kommt, der das Gegenteil beweist. Ja? Und so gehen wir das Ganze jetzt einmal an. Zur rechtlichen Einordnung von Kryptowährungen. Kryptowährungen sind einmal definitiv kein Geld. Ja? Geld, wie wir das kennen, geht vom Staat aus, staatliche Währung, staatliche Regulierungsmechanismen. Es ist aber auch kein E-Geld, ja, weil das
ist sozusagen kein monetär ausgedrückter Wert. Das ist eben auch etwas, was eine private Invention ist und demzufolge, und so wie es dezentral angeordnet ist oder dezentral konstruiert ist, auch keine Forderung gegen irgendjemand anderen, wie es beim E-Geld wäre. Ja? So, es ist kein Finanzinstrument, weil es nicht vom Staat kommt, es ist kein Zahlungsinstrument, aber was wir eventuell sagen können, dass wird derzeit schon vertreten. Es ist ein Zahlungsmittel eventuell, so vergleichbar mit Kredit- oder Bankomatkarten, ja, wo man Zahlungsvorgänge abwickeln kann. Ja. Ganz wichtig, was wir uns hier vor Augen halten müssen, welchen Charakter hatten Bitcoin, ja, beziehungsweise eine Kryptowährung? Es ist ein vom Menschen geschaffenes Wirtschaftsgut. Ja? Es ist privat kreiert, es geht nicht vom Staat aus, das war der Gedanke dahinter. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir das Ganze aus juristischer Sicht betrachten. Ja, wie werden Kryptowährungen rechtlich mittlerweile definiert? Es gibt ja keine verbindliche Definition bis jetzt, ja? Aber es gibt gewisse Ansätze und einer davon wurde vom EuGH geprägt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich genau bewusst war, was er da sagt, aber prinzipiell hat er Folgendes gesagt, was wir hier abgedruckt haben. Bitcoin ist eine virtuelle Währung und die dient keinem anderen Zweck als der Verwendung als Zahlungsmittel. Wir haben gesagt, das ist im Prinzip ein Wirtschaftsgut, also eigentlich eher mit einer Ware, mit einem Produkt vergleichbar, ja. Aber der Zweck und von der Art, wie es digital konstruiert ist, hat es einen Zweck, dem es dienen kann, Verwendung eben als Zahlungsmittel. Und es wird, das hat der EuGH auch gesagt, von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern akzeptiert. Was für eine Betrachtung stellen wir hier an? Wir haben eine funktionelle Betrachtung. Das heißt, der EuGH, der schaut sich an, welche Funktion hat Bitcoin. Ja? Es dient als eine Art Ersatz für staatliche Währungen. Und gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass wir auch eine herkunftsbezogene Betrachtung brauchen. Das heißt, wo kommt es her? Es ist eine private Invention. Ja? Das ist nichts, was der Staat einfach so für sich beanspruchen kann oder wo der Staat einfach so ohne weiteres drauf greifen kann. Warum? Das Ganze fällt natürlich unter den Schutz der Privatautonomie. Dazu werden wir dann nachher noch kommen. Und was wir uns auch vor Augen halten müssen, wir haben es gehört, ganz am Anfang, das Ganze ist noch in einem Stadium, wo es sicher staatlichen Währungen keine Konkurrenz macht. Das bedeutet, es hat noch keinen Stellenwert erlangt, ja, dass der Staat jetzt sagen kann, da haben wir ein massives Regulierungspotenzial. Ja. Wann das der Fall sein könnte, das schauen wir uns dann später an. Und was die Definitionen anlangt, die Definitionen kommen dann auch aus einem Richtlinienvorschlag der EU, der anknüpft an Bestimmungen über Geldwäsche und Hinteranhaltung von Geldwäsche. Da wird dann die Kollegin Schock noch darüber erzählen. Natürlich gehen von Kryptowährungen, wie wir jetzt gerade vorhin schon gehört und besprochen haben, auch Risiken aus. Ja? Das bedeutet im Endeffekt, da gibt es ein gewisses Potenzial natürlich auch, dass der Staat in gewisser Weise da eingreift. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Gefahrenlage, die eventuell mit Kryptowährungen, mit Bitcoin verbunden ist, ist ein ganz alltägliches Phänomen. Ja? Nur die Argumente, die da gebracht werden, die basieren natürlich auf einem neuen Lebensgefühl, das uns in unserer ever-changing world begleitet. Ja? Wir fürchten uns heutzutage nahezu vor allem. Es herrscht eine Übersensibilisierung generell und auch das Gefühl, dass der Staat überall eingreifen soll und uns vor allem schützen muss. Ja? Das ist natürlich allein schon, sage ich mal, jetzt aus einer vernünftigen Betrachtung ein Blödsinn, aber das wird uns irgendwie suggeriert. Aus einer rechtlichen Sicht ist das aber noch ein größerer Blödsinn. Ja? Und dazu werden wir gleich kommen. Ja? Also man darf auch
bei der ganzen Geschichte die Vorteile, die das Ding Bitcoin aufweist, nicht übersehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist extrem innovativ. Das Produkt ist schon geschildert worden, werden wir auch noch im Weiteren hören, wenn es zum Beispiel um Smart Contracts geht, Verträge, die mehr oder weniger Selbstläufer sind, ja, wo wir nichts mehr tun müssen, außer die Initialzündung setzen und das Ganze läuft von allein. Das ist doch bitte etwas extrem Cooles. So, was brauchen wir? Brauchen wir eine Regulierung? Das werden wir in weiterer Folge noch sehen. Was wir ganz sicher nicht brauchen, ist ein Verbot von Bitcoin. Kryptowährungen wurden in manchen Ländern schon verboten, zum Beispiel in China, wenn ich richtig informiert bin. Ich möchte gleich ganz klar vorausschicken, das ist ein massiv überzogener Ansatz. Die Regulierung von Kryptowährungen, das ist ganz, ganz wichtig, ist zwingend Grundrechtsschranken unterworfen. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben hier Grundrechte zu beachten, die relevant sind, wenn der Staat Kryptowährungen regulieren möchte. Ja? Das bedeutet, wir haben hier insbesondere die Eigentumsfreiheit, die schützt die Privatautonomie. Die Verfügung über Kryptowährungen bedeutet die Verfügung über ein vermögenswertes Privatrecht und ganz wichtig, was heutzutage eben oft übersehen wird, wenn man ein öffentliches Interesse zu erkennen glaubt, wo der Staat was tun soll. Ich denke zum Beispiel auch an den Umweltschutz. Ja. Da denkt man so, jetzt machen wir eine Maßnahme für den Umweltschutz. Öffentliches Interesse ist gegeben, das reicht bei weitem noch nicht. Wir brauchen auch immer eine verhältnismäßige Regulierung. Ja. Und das wird heutzutage viel zu oft vergessen. So, schauen wir uns an, wie das Ganze bei der Eigentumsfreiheit als herausgegriffenes Beispiel funktionieren würde. Die schützt, wie gesagt, alle vermögenswerten Privatrechte, die Privatautonomie und natürlich auch Kryptowährungen, wie sie sich in digitalisierter Form darstellen. Ja? Jetzt egal, ob man sagt, man kann daran Eigentum begründen oder nicht, da werden wir dann noch später sehr interessante Aspekte dazu hören. Ja. Auf jeden Fall ist das Ganze ein vermögenswertes Privatrecht, egal wie man es konstruiert. Ist also geschützt. Wenn man das Ganze regulieren würde in irgendeiner Form, dann ist das Ganze natürlich eine Eigentumsbeschränkung, weil die Verfügung über dieses vermögenswerte Privatrecht nicht mehr in vollem Umfang oder unbeschränkt möglich wäre. Ein öffentliches Interesse, das man daran haben könnte, wäre etwa das Funktionieren eines geordneten Geld- und Kapitalmarktes. Das ist natürlich gegeben. Es wäre eventuell auch die Hinteranhaltung von Schwarzgeldverkehr oder Geldwäsche. Ja? Aber man darf jetzt eines nicht vergessen. Wie gesagt, mit diesem öffentlichen Interesse ist noch nicht gesagt, was und wie weit, was wir tun dürfen oder was der Staat tun darf und wie weit er dabei gehen darf. Das Mittel, das da angewendet wird, muss auf jeden Fall geeignet sein. Und geeignet ist nur ein Mittel, das auch den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen ist. Ja? Und damit kommen wir zur Verhältnismäßigkeit. Ein Eingriff, der überschießend wäre, der also so intensiv ist, dass er zum Beispiel einem Verbot gleichkommt oder dass er dazu führen würde, dass Unternehmen die Bitcoins anbieten oder mit Bitcoins Verträge, Smart Contracts schließen wollen, dass die dieses Geschäft gar nicht mehr antreten, weil so hohe Investitionssummen erforderlich sind. Ja? Da hat eindeutig der Verfassungsgerichtshof schon ausgesprochen, wenn wirtschaftlich unzumutbare Verpflichtungen Rechtssubjekten auferlegt werden, dann muss man da aufpassen. Ja? Und da sind wir jetzt, wenn man beginnt sich zu überlegen, wie reguliere ich das Ganze. Ja? Und ich sage ganz klar, das Verbot ist ein so hartes Mittel, dass man da immer in diesem Zusammenhang wohl ein gelinderes Mittel finden wird. Wie könnte jetzt so eine Regulierung vernünftigerweise aussehen? Ja, da steht jetzt die Anonymität oder Pseudonymität, wie sie auch genannt wird, die Bitcoins charakterisiert, partiell aufbrechen. Ja, also damit meine ich nicht das elektronische System oder das Programm oder die Programmierung ändern, sondern eher, dass man hergeht, eine Regulierung mit Augenmaß schafft und zum Beispiel Wertgrenzen für Transaktionen festlegt, ab
denen diese Transaktionen dann gemeldet werden müssen, das oder meldepflichtig sind. Das im Endeffekt ist etwas, was wir schon nur zu gut kennen. Von der Anonymität von Guthaben, Sparguthaben haben wir uns schon längst verabschiedet, das trifft uns auch nicht mehr besonders hart. Also das wäre zum Beispiel ein vernünftiger Vorschlag, sage ich einmal, der tatsächlich auch in Diskussion ist. Hier gibt es einen Richtlinienvorschlag von der EU, der besagt oder der versucht oder intendiert, Bestimmungen über die Geldwäsche zur Hinterhalthaltung von Geldwäsche mehr oder weniger auf Bitcoins anzuwenden. So, zu guter Letzt noch, Ihr Glaube an die Macht des Gesetzes. Wir leben in einer Zeit, in der wir wie noch nie aus meiner Meinung nach völlig nicht unnachvollziehbaren, also von nicht nachvollziehbaren, aus nicht nachvollziehbaren Gründen an die Macht des Gesetzes glauben. Ja? Wir machen eine neue Regelung und alles wird gut. So ist es leider nicht, das sehen wir auch jeden Tag. Ein Gesetz allein nützt nichts, man muss schauen, dass die Bestimmungen, die vorhanden sind, vernünftig vollzogen werden. Ja? Und insoweit würde ich sagen, der richtige Ansatz wäre einmal zu schauen, wie weit kommen wir mit Mechanismen, die wir schon haben, die wir schon kennen, und dann erst mit großem Augenmaß in die Regulierung, in die spezifische Regulierung hineinzugehen. So, das war es jetzt von meiner Seite. Und jetzt kommt das übergeben wir. Kollegin Schock, Schock und wird über Vorhaben der EU erzählen. Ja. Bitte schön. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir. Ich werde eben an dieser Stelle einsetzen und Ihnen einmal berichten, was denn die EU plant zum Thema Kryptowährungen. Da ist es also so, dass ein Vorschlag für eine fünfte Geldwäscherichtlinie existiert. Und dieser Vorschlag sieht eben vor, dass der Kreis der Verpflichteten im Sinne dieser Richtlinie erweitert werden soll. Und zwar auf die sogenannten Gatekeeper. Wer sind die Gatekeeper? Das sind solche Unternehmen, die der Öffentlichkeit Zugang verschaffen zu den Systemen von Kryptowährungen. Ganz konkret sollen eben zwei neue Verpflichtete in diesen Kreis der Richtlinie aufgenommen werden. Einerseits Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die den Umtausch von realen Währungen in virtuelle Währungen und umgekehrt betreffen. Und andererseits sollen solche Unternehmen als Verpflichteter gelten, die elektronische Geldbörsendienste anbieten. Welche Konsequenzen wird jetzt das haben auf Unternehmen, die betroffen sind? Das bedeutet einerseits, dass diese Unternehmen sich um eine Zulassung bzw. Registrierung kümmern müssen. Da ist die Richtlinienformulierung sehr schwammig und lässt den Mitgliedstaaten sehr viel Spielraum in der Umsetzung. Das wird man sich dann noch genau anschauen müssen, ob hier je nach der innerstaatlichen Umsetzung, ob dann eine Gewerbeberechtigung erforderlich ist oder nicht, oder ob darüber hinausgehende Berechtigungen bzw. Eintragungen oder Zulassungen erforderlich sind. Weiters ist für diese Unternehmen noch wichtig, dass die Person, die die leitende Funktion innehat, beziehungsweise der wirtschaftliche Eigentümer dieses Unternehmens, dass der die Geeignetheit nachweist und auch die Zuverlässigkeit. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass auf diese Unternehmen dann sehr viele Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden zukommen. Das heißt, dass sie also ab einer gewissen Transaktionshöhe Kundendaten aufnehmen müssen, Identitäten nachprüfen müssen, Geschäftsbeziehungen überwachen müssen, Verdachtsfälle melden müssen, etc. Was ist Sinn und Zweck von dieser Richtlinie? Erstens natürlich, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hintanzuhalten. Andererseits soll aber auch das Vertrauen der Verbraucher in virtuelle Währungen dadurch gestärkt werden. Wenn ich jetzt zurückkomme auf das, was der Herr Professor Piska angesprochen hat in Bezug auf die Grundrechte. Wenn ich mir das Ganze jetzt, also diese Reglementierung aus grundrechtlicher Sicht anschaue, dann werde ich zu dem Ergebnis kommen, dass hier ein öffentliches Interesse sehr wohl besteht, eben wie angesprochen, Hinterhalthaltung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, und dass auch die Verhältnismäßigkeit hier bei dieser Regulierung gegeben sein wird, weil eben nur Transaktionen ab einer gewissen Wertgrenze betroffen sind und weil es zwar einen Verwaltungsaufwand gibt, der ist natürlich nicht wegzuleugnen, aber der wird sich im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren halten.
Was an dieser Richtlinie auch noch ganz interessant ist, ist, dass wir hier einen Vorschlag haben für eine Definition von virtuellen Währungen. Ich habe sie dann auf die Folie geschrieben. Hier kann man auch gut beobachten, dass hier beide Ansätze berücksichtigt sind. Also sowohl der herkunftsbezogene Ansatz, dass man sagt, dass Kryptowährungen nicht von einer zentralen oder öffentlichen Stelle ausgegeben werden, und andererseits aber auch der funktionelle Ansatz, dass man eben auf die Funktion als Zahlungsmittel abstellt. Was jetzt wahrscheinlich für die Unternehmen, die von dieser Richtlinie betroffen sein könnte, sehr relevant ist, ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Richtlinie kommt und wann wird sie kommen? Da ist es eben so, dass der Vorschlag für diese Richtlinie im Sommer letzten Jahres in der Kommission angenommen wurde, mittlerweile auch schon den Rat passiert hat, sich derzeit im Europäischen Parlament befindet, und da ganz aktuell hat der zuständige Ausschuss im Europäischen Parlament diesen Richtlinienvorschlag angenommen, Ende Februar war das, sodass jetzt sozusagen nur noch die Zustimmung im Plenum erforderlich ist. Aber das ist im Prinzip eine reine Formsache, also man wird davon ausgehen können, dass diese Richtlinie im Großen und Ganzen so kommen wird. Ja, was heißt das jetzt für die betroffenen Unternehmen? Einmal abwarten, kommt die Richtlinie so, ja oder nein. Dann schauen, welche Zulassung bzw. Registrierung brauche ich. Schauen, dass die leitende Person bzw. der wirtschaftliche Eigentümer die sämtlichen Voraussetzungen erfüllt. Und natürlich müssen auch entsprechende Datenverarbeitungsmanagementsysteme implementiert werden, um eben den Sorgfaltsverpflichtungen genügend nachkommen zu können. Und da fand ich es aber ganz interessant, da habe ich in einem Artikel gelesen, dass es Möglichkeiten geben soll, die Blockchain auch für solche Datenverarbeitungsmanagementsysteme heranzuziehen, sogar für Identitätsauthentifizierungssysteme. Und das fand ich eben ganz lustig, dass die Blockchain, die sozusagen das Problem darstellt und die Regulierung verursacht hat, auch gleichzeitig als Lösungsansatz herangezogen werden kann. Nach diesem Überblick über die Vorhaben der EU möchte ich das Augenmerk von Ihnen noch weiter in die Welt hineinleiten, nämlich nach Japan. Warum erzähle ich Ihnen, was in Japan passiert? Weil in Japan vermeintlicherweise die Bitcoins erfunden wurden, weil in Japan meines Wissens nach das größte Volumen an Bitcoins derzeit belegen ist, und weil in Japan Kryptowährungen und Bitcoins auch schon einen ganz anderen Stellenwert haben als bei uns. Dort ist die Akzeptanz wesentlich höher und der Verbreitungsgrad auch. Was passiert in Japan? In Japan, auch sehr aktuell, soll jetzt im April 2017 ein Gesetz in Kraft treten, wonach bestimmte Kryptowährungen als Zahlungsmittel rechtlich anerkannt werden. Sie werden dadurch aber nicht als Währung angesehen, sondern eben wie gesagt nur als Zahlungsmittel. Was ist Sinn und Zweck von diesem Gesetz? Auch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hintanzuhalten, aber in Japan gab es anscheinend auch schon einige Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen, und da war es dem Gesetzgeber ein Anliegen, die Verbraucher zu schützen und eben Reglementierungen vorzusehen. Was kommt auf die japanischen betroffenen Unternehmen zu? Dieses Gesetz sieht vor, dass die betroffenen Unternehmen Geldrücklagen in Höhe von ungefähr 100.000 US-Dollar zu bilden haben, also nicht zu wenig. Die müssen alle möglichen administrativen Vorgänge durchlaufen, alle möglichen Systeme nachweisen, einen Businessplan vorlegen, Compliance-Programme haben, und sie müssen ab einer Transaktion von einem Wert von einem US-Dollar müssen sie bereits diese ganzen Datenverarbeitungsprozesse in Gang setzen. Und wenn man sich das jetzt wiederum in grundrechtlicher Hinsicht anschaut, wird man auch hier sagen können, das öffentliche Interesse ist klarerweise gegeben. Eben wieder, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung soll verhindert werden. Verbraucherschutz wäre hier noch als öffentliches Interesse sehen. Aber bei der Verhältnismäßigkeit könnte man hier ein Problem bekommen, weil eben diese Regelungen, dass man sagt, es müssen Rücklagen in Höhe von 100.000 Euro gebildet werden, es müssen extrem finanzintensive Managementsysteme implementiert werden. Experten schätzen, dass es Unternehmen bis zu 500.000 US-Dollar kosten wird, diesem Gesetz zu entsprechen. Das sind alles Eigenschaften dieser Regulierung, die dazu führen werden, dass man sagt, die Verhältnismäßigkeit wäre hier nicht gegeben nach unseren österreichischen Standards, aus unserer österreichischen Sicht. Ja.
Kleinere Unternehmen bzw. Startups könnten natürlich durch dieses Gesetz dazu veranlasst werden, den Betrieb ganz einzustellen oder zumindest abzuwandern. Wenn wir jetzt den Blick wieder nach Österreich schweifen lassen und wir uns vorstellen, gut, der Gesetzgeber kommt auf die Idee, wir wollen regulieren, da muss man sich natürlich überlegen, in einem Bundesstaat wie Österreich einer ist, wer wäre denn überhaupt zuständig, Regelungen zu erlassen? Das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar. Ist es der Bund, sind es die Bundesländer? Da muss man dann im Rahmen der Gesichtspunkttheorie darauf achten, welche Gesichtspunkte vom Lebenssachverhalt Kryptowährungen betroffen wäre. Da fallen natürlich in erster Linie die Kompetenztatbestände des Artikel 10 Absatz 1 BVG ins Auge. Eben Geld, Kredit, Börse und Bankwesen, Zivilrechtswesen und Gewerberecht. Vielleicht aus Zeitgründen werde ich Zivilrechtswesen und Gewerberecht weglassen. Ich werde jetzt sozusagen nur noch den Kompetenztatbestand Geld, Kredit, Börse und Bankwesen näher erklären. Wir haben heute schon gehört, Professor Biska hat es angesprochen, Kryptowährungen werden nicht als Geld angesehen, aber sie werden eben, vor allem wenn man die funktionelle Betrachtungsweise in den Vordergrund rückt, durchaus auch als Zahlungsmittel angesehen. Und da geht eben die Kommentarliteratur zu den Kompetenztatbestanden davon aus, dass man sagt, dass im Rahmen einer intrasystematischen Fortentwicklung auch solche Zahlungsmittel in diesen Kompetenztatbestand Geld und Bankwesen hineingelesen werden können. Also man könnte hier dann durchaus von einer Kompetenz, Gesetzgebungskompetenz des Bundes ausgehen. Ja, dasselbe trifft im Prinzip auf Kredite zu, weil man eben sagt, dass Kryptowährungen vertretbare Sachen sind und sofern eben Kredite in Form von Kryptowährungen vergeben werden, kann man auch diese Bundeskompetenz als gesehen annehmen. Und zu guter Letzt der Kompetenztatbestand Börse. Was passiert auf einer Börse? Auf einer Börse erfolgt der Handel mit typenmäßig bestimmten Waren. Auch da wird man sagen können, genau um solche Waren handelt es sich bei Kryptowährungen und auch da wäre dieser Kompetenztatbestand und somit die Bundeskompetenz erfüllt. Gut, und an dieser Stelle würde ich dann für die Schlussworte an Professor Piska übergeben. Dankeschön, Sophie. Wir kommen zum Fazit. Prinzipiell muss man sagen, man sollte nach einem gemäßigten Regulierungsansatz streben, wenn der Staat hier eingreift in ein so sensibles Phänomen, dass dem die Staatsferne sozusagen in die Wiege gelegt wurde und in die Wiege gelegt ist. Hier braucht es absolut eine Regulierung mit Augenmaß. Ja? Und wir sollten Synergieeffekte nutzen, schauen, welche Mechanismen, die wir haben, greifen, welche können wir anwenden, welche können wir einsetzen, ohne gleich wieder etwas Neues zu schaffen, dessen Auswirkungen wir noch nicht kennen. Und prinzipiell kann man sagen, wir brauchen nicht noch mehr unübersichtliche Normengeflechte, die letztlich zu Vollzugsdefiziten führen, die extrem eingriffsnah sind. Und letztlich darf man auch eines nicht vergessen, wenn man reguliert vor allem so etwas wie das Phänomen Bitcoin, man braucht eine gewisse Akzeptanz auch durch die Betroffenen. Ja? Sonst stirbt dieses zarte Pflänzchen, das wir da vor uns sehen. Also Überregulierung auf jeden Fall vermeiden. Überregulierung ist überhaupt eines der absurdesten Phänomene unserer Zeit. Wir haben eigentlich schon lange erkannt, dass wir das nicht brauchen, sondern Deregulierung. Aber heute glauben wir, wie Lemminge eigentlich, umso mehr daran. Ja? So, und zum Schluss Grundrechtsschranken beachten, das ist ganz wichtig, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, haben wir beide deutlich gemacht. Das ist das Wichtigste, was der Staat, wenn er das angreift, tun muss. Und damit möchte ich schließen mit den Worten, never change a running system. Und das Ganze funktioniert ja im Moment ganz gut. Dankeschön. Dankeschön. Und Frau Schock auch nochmal rauszukommen. Herr Weber nochmal rauszukommen, damit wir Fragen entgegennehmen können. Das machen wir hier in der Gruppe. Beginnen wir gleich einmal, ja, es sind einige Fragen hier, beginnen wir mal hier in der ersten Reihe. Dann
Na, hier in der ersten Reihe gleich, ja. Ich wollte nur was zur Volatilität anmerken. Ich weiß nicht, ob das an ist, hört man mich? Mhm. Ja. Da hat der freie Markt auch schon eine ziemlich gute Lösung gefunden. Da gibt es seit 2011 einen Anbieter, BitPay, der diese Risiken für die Personen übernimmt und sozusagen einfach, wenn Sie jetzt sozusagen ein Produkt anbieten und dafür Bitcoin entgegennehmen würden, dann übernimmt BitPay die Wechselkursschwankungen und zahlt sie sofort in Fiat-Währung aus. Also es ist nicht ein reines Spekulationsobjekt und ich verstehe auch, es ist also wurscht, wo man hinschaut, ob jetzt in westlichen Ländern oder in Zypern zum Beispiel, jedes Land hat andere Prioritäten, bei uns ist eher die Währung oder das Asset, in anderen Ländern zählt es einfach nur, um sich vor staatlicher Willkür zu schützen, wie zum Beispiel, wenn jetzt in Zypern oder so weiter Gelder eingefroren werden von Banken oder in Venezuela das Geld vom Staat entwertet wird und Leute einfach ihre Werte nicht mehr aus dem Land rausbringen können. Danke, ich glaube, das ist einfach eine Stellungnahme. Ich glaube, hinten war ging eine Hand rauf, ja. Hallo, ich hätte eine Frage, wie sich der Staat, er ist nicht mehr bereit, dass man Nachbarschaftshilfe, also ich bin zum Beispiel Maurer, der Leon ist Elektriker, wir helfen sich gegenseitig beim Hausbau, wieder Schwarzarbeit deklariert und da ist im Prinzip dieselbe Erwühe und den Geldfluss übersichtlicher geschalten. Der Staat wird sich massiv einbinden. Er wird sich einbinden, sagen Sie? Okay, gut. Wir sammeln ein paar Stellungnahmen oder Fragen und dann gehen wir hier weiter und dann versuchen wir. Okay, gehen Sie hier, der ist auch in Ordnung. Vorerst möchte ich mich entschuldigen, ich möchte mich nicht vordrängen. Nur eines ist für mich so sicher wie der Samen im Gebet. Diese virtuellen Währungen substituieren Bargeld, haben wir erfahren. Und alles, was Bargeld substituiert, ist tauglich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ergo wird es auch einen Regelbedarf geben. Ich habe jahrelang versucht, eine Definition zu finden oder einen Ansprechpartner, wer behilflich ist, was sind virtuelle Währungen. Ich bin quasi in Gras geschickt worden. Und eines, was auch der Herr angemerkt hat, der Staat hat finanzielle Probleme. Bitcoin ist ein Zahlungsmittel, weil die Rechtsanwalt akzeptiert diese. Wie schaut das steuerlich aus? Okay, das ist eine Frage, die wir sicher fragen wollen. Dann bitte noch den Herrn, der dort steht. Dann haben wir nicht einmal einen Sessel und sollte nicht übergangen werden. Das Thema ist vielleicht heute noch nicht so angesprochen worden oder eigentlich gar nicht. Wie schaut es eigentlich aus, wenn man ein Miner ist in Österreich und man verkauft oder man vermietet Hashrate? Welche Gewerbeordnung oder welcher Gewerbeordnung unterliegt man? Das wäre meine Frage. Okay, Gewerbeordnung. Gut, jetzt machen wir mal einige Antworten und dann werden wir noch einmal Fragen nehmen. Genau, gerne. Da wurde angesprochen, der Staat wird sich einmischen. Nein, es ist anzunehmen, wir sehen es ja schon, das ist massiv in der Diskussion, das ist auf EU-Ebene in Diskussion und das drängt sich natürlich auf, weil das Ganze ein Phänomen ist, das vor Grenzen jetzt nicht Halt macht. Ja? Insoweit werden wir damit konfrontiert sein und ich habe jetzt eben versucht, ein Konzept aufzuzeigen, wo der Staat sozusagen sich dran halten soll, wenn er das tut. Ja? Also wir brauchen keine Angst haben, dass der Staat jetzt machen kann, was er will. So ist es nicht, ja? Sondern eben diese Grenzen, die ich aufgezeigt habe, das kann man natürlich auch noch alles viel genauer, detaillierter erörtern, aber im Endeffekt, das sind die wesentlichen Punkte. Okay? Was haben wir noch gehabt? Steuerliche Frage zum Beispiel? Ja, wir haben heute Abend die Steuer nicht als Thema unserer Veranstaltung genommen. Demzufolge, wie gesagt, steuerlich ist zu befürchten oder ist zu erwarten, dass da natürlich auch Vorstöße kommen. Eines hat der EuGH, so viel kann ich sagen, hier mal klargestellt in dem einen Erkenntnis, das ich hier bezogen habe, wo er auch eine Definition der Kryptowährungen geliefert hat, dass das Geschäft mit Bitcoins und mit Kryptowährungen in gewisser Weise nicht in die Umsatzsteuer hineinfällt. Das heißt, es fällt unter eine Ausnahme der Umsatzsteuerrichtlinie. Ja? Tiefer ins Detail möchte ich da jetzt nicht gehen,
weil wir eben Steuerrechte zum Ausklammern hatten. Die eine Frage ist auch gekommen aus von über unseres, übers Internet. Ist ein Kursgewinn bei Bitcoins kästpflichtig? Prinzipiell wird man, wenn man das Ganze funktionell betrachtet, in die Richtung gehen müssen. Okay. Ja? Und derzeit? Ich kann es da wieder. Wollen Sie vielleicht, ja? Ja, also nur der kurze Hinweis, es gibt da eine eigene Veranstaltung, die sich mit den steuerlichen Fragen beschäftigt. Vielleicht nur als das Einfachste oder das Überblicksartigste, das ich Ihnen sagen kann, die Veräußerung würde behandelt werden, wenn Sie es innerhalb eines Jahres, Sie kaufen Bitcoin, verkaufen Sie innerhalb eines Jahres, dann müssen Sie darauf Spekulationssteuer zahlen. Das ist so der Konsens, der derzeit herrscht. Viel mehr ins Detail will ich jetzt nicht gehen wollen. Erst vor kurzem hat es da eine Veranstaltung gegeben, die dann wirklich explodiert ist mit diesen Fragen. Also ich würde ersuchen, dass wir die Fragen eher ausblenden, bitte. Thema Gewerbeordnung, ist das irgendwie eine Sache, die man... Ja, also zum Gewerberecht kann ich noch sagen, dass es da unterschiedliche Rechtsansichten gibt. Das ist einfach noch nicht abschließend geklärt, ob man eine Gewerbeberechtigung benötigt oder nicht. Eben, ich glaube, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium sind sich da noch nicht ganz einig. Also da kann ich leider noch keine abschließende Antwort drauf geben. Wenn die WKO sagt, dass man eine Also wie gesagt, unterschiedliche Ansichten. Ich kann Ihnen da leider jetzt keine absolut richtige Antwort geben. Ja, also ich nehme an, dass die Damen und Herren von der Wirtschaftskammer sich schon intensiver damit auseinandergesetzt haben. Ich würde sagen, eindeutig kann man das so nicht beantworten. Ja. Die andere Variante, also wenn man dem jetzt nicht folgen würde, ja, dann würde man wohl in Richtung freies Gewerbe kommen, ja, was natürlich sozusagen Start-ups wesentlich mehr entgegenkommen würde. Ja. Aber die Frage wird sicherlich in Zukunft näher erforscht werden. Ja. Es war, Entschuldigung, ja. Ja. Okay, bitte, wir versuchen hier das hier in Ordnung zu halten. Es war eine Frage, ganz am Anfang für Sie, Herr Weber. Kann der freie Markt oder können Anbieter im freien Markt das Problem der Volatilität lösen? Individuelle Lösungen gibt es natürlich. Man kann hedgen und wenn man sozusagen der Hedging-Partner stabil bleibt, ist das Volatilitätsproblem gelöst, aber es kostet natürlich Geld. Ne? Gratis macht das niemand. Ne? Sozusagen hedgen ist eine übliche Handlung, die ich im Außenhandel mache, kostet Geld, brauche einen Gegenspekulant, der das macht. Ist bei Bitcoin sicher auch möglich, aber sozusagen das würde dann heißen, wenn ich es als individueller Konsument verwende, ich muss mich bei jedem Orangenkauf abhatchen, damit um die Zeit zu überbrücken. Das wird sozusagen für die Alltagspraxis keine sehr vorteilhafte Lösung sein. Sie möchten etwas darauf antworten? Also, ganz kurz aber bitte, ja. Das Hedge-Unit mit Firma und verlangt 1% Verarbeitungsgebühr. Kleine Sekunde. Genau, ja, ja. Warten Sie. Ja. Das kostet Geld. Kostet Geld. Ja, genau. Also, wenn ich jetzt eine Kreditkartenzahlung mache, dann kostet das 1,5-2% oder so. Und wenn ich mit Bitcoin, mit BitPay die Abwicklung mache, dann kostet das circa 1%. Und da herrscht natürlich auch Konkurrenz unter den Anbietern. Also, der Preis wird also fallen. Also, in dem Fall würde ich sagen, dass es eher gelöst werden kann. Okay. Gut. Ja, gelöst zu einem Preis, genau. Zu einem, ja. Und sozusagen staatlicher Willkür, sozusagen, Sie sprechen den Tatbestand der Steuerflucht an. Ja. Wenn Sie sozusagen. Öffnet viele Steuerfragen, das ist sicher auch eine Nutzungsmöglichkeit für Bitcoin, das ist klar. Gut, nehmen wir weitere Fragen hier, gehen wir hier weiter. Der Herr hat schon lange und dann hinten. Ja, ich habe eine konkrete Frage zu dieser fünften Geldwäscherichtlinie. Sie haben da zwei Gruppen angesprochen, die davon betroffen sind, die Tauschbörsen und aber auch interessanterweise Wallet-Anbieter bzw. ja, Software-Anbieter. Wenn wir das Ganze dekonstruieren, wäre in einem Fall also der Tausch Geld gegen virtuelle Währung. Und im anderen Fall ist es aber eigentlich nur eine Veröffentlichung von Software, die dann durch den User benutzt wird. Steht das nicht in krassen Widerspruch zu zum Beispiel Meinungsfreiheit, dass man in der Lage sein sollte, also Texte zu veröffentlichen, was im Endeffekt Wallet-Software bedeutet? Und beziehungsweise, da gibt es natürlich auch ein sehr breites Spektrum an, was jetzt ein Wallet-Anbieter ist. Das kann zwischen Custodian, wie eine Bank behandelt werden oder eben Veröffentlichung von Open-Source-Software. Ja, ist natürlich ein interessanter Ansatz. Mit der Meinungsfreiheit müsste man sich wahrscheinlich im Detail noch genauer anschauen. Ich kann jetzt leider nur berichten, dass derzeit der Vorschlag halt so ausschaut, dass es drinsteht und dass es vermutlich auch so kommen wird. Welche Verpflichtungen, wissen Sie, haben da Wallet-Anbieter? Sind das dann die gleichen Verpflichtungen wie auch Tauschbörsen tatsächlich?
Genau, ja. Sehr interessant. Die werden genau gleich behandelt. Okay. Ich bin sehr bemüht. Ja, sehe ich schon länger. Ja. Übrigens ein Tipp für die, die heute vielleicht dann nicht mehr zu Wort kommen oder wenn ihnen eine Frage einfällt. Die Kanzlei Stadler-Völkel hat eine App entwickelt, wo man Fragen stellen kann. Ich habe es schon erwähnt am Anfang, es ist vielleicht nicht ganz durchgedrungen, aber ihr könnt auf, über diese App natürlich auch Fragen uns stellen, die wir uns dann gerne, auch wenn wir es jetzt nicht sofort beantworten können, näher anschauen. Es sind noch schon einige Fragen reingekommen auf diese App. Bitte sehr. Offensichtlich kommt die Regulierung, es ist schon im Plenum zur Abstimmung im EU-Parlament. Die technische Lösung ist nur die Frage, verlangsamt das die ganzen Prozesse und die Abwicklung, weil es muss ja technisch so gemacht werden, dass dann sozusagen die ganzen Transaktionen noch überwacht werden müssen, die jetzt schon langsam sind und wo ich quasi dann selbst bestimmen kann, wie groß der Anteil oder wie wichtig es mir ist, wie schnell eine Transaktion ist, kann ich ja mehr für die Abwicklung zahlen, ist dann schneller. Wird das dann nicht viel, viel langsamer und Bitcoin dann vielleicht für viele Leute, vor allem auch viele Leute, wenn es reglementiert ist, mit Bitcoin handeln wollen, das Ganze so verlangsamen und so uninteressant machen, dass dann Bitcoin vielleicht gar nicht mehr so interessant ist? Ich befürchte, da muss ich, was technische Fragen anbelangt, glaube ich, eher an die Kollegen die Frage weiterreichen. Das kann ich schlichtweg nicht beurteilen. Ich würde sagen, die Antwort ist nein, weil sozusagen ich muss mich ausweisen, wenn ich Bitcoin ankaufe, in dem Prozess ist sozusagen die Schnelligkeit und die nicht so das Issue. Nicht? Und wenn ich Zahlungen überweise, muss ich schon angemeldet oder meine Identität schon offengelegt haben gegenüber einem Börsenbetreiber oder sonst was. Und sozusagen die Geschwindigkeit des Bitcoin-Netzwerks ist davon unbetroffen, würde ich meinen. Nicht? Oder? Ich hätte das auch so gesehen. Also ich glaube, diese Registrierungspflicht oder so eine Meldepflicht, die setzt eher am Beginn der Transaktion ein und mischt sich wenig in den technischen oder elektronischen Ablauf. Ja? Das war der japanische Vorschlag. Das ist Japan, das ist eine andere Spielart, ganz eine andere. Hier ist noch eine, warten Sie, doch zwei Hände sind hier noch, dann nehmen wir diese beiden Fragen, eine hier und dann eine dritte. Okay. Guten Abend, ich habe heute eine Folie gesehen, Werterhaltung, Vergleich Euro, Bitcoin. Das ist mir etwas zu optimistisch, kommt mir das vor, bei Euro war ein Häkchen, bei Bitcoin ein Minus. Okay. Ich möchte daran erinnern, Milchpreis wird immer teurer, Euro ist jedes Jahr immer weniger wert, Kaufkraft wird permanent, geht zurück des Euros. Also dieses Häkchen kann ich nicht bestätigen. Okay. Noch eine kurze Frage. Der Euro wird auch für kriminelle Handlungen, für Geldwäsche, für Mafiageschäfte verwendet. Warum wurde der Euro nicht bereits verboten? Okay. Zwei verschiedene Fragen, vielleicht wenn man es ein bisschen weniger polemisch umformuliert, wie groß ist die Terror, auch die Gefahr für Kriminalität und Terrorismusfinanzierung beim Bitcoin, auch im Vergleich zu normalen, zu gewöhnlichen Währungen? Ja, also ich bin schon im Ansatz darauf eingegangen, im Endeffekt ist das eine alltägliche Gefahrenlage, die wir zum Beispiel auch vom Bargeld kennen, das ist ja nicht viel anders. Wenn ich Terrorismus finanzieren will und ich habe das Bargeld auf der hohen Kante, sprich also tatsächlich daheim oder irgendwo im Koffer verfügbar, dann kann ich ganz leicht das Geld jemand anderem übergeben und habe den Terrorismus finanziert. Ein bisschen leichter geht es natürlich, wenn es über das Internet erfolgt, aber das ist im Endeffekt jetzt nichts Besonderes. Ja? Im Endeffekt wird man, was den Regulierungsbedarf angeht, sagen müssen, solange dieses Medium Bitcoin noch nicht in einer massiv stärkeren Weise genutzt wird, dass es jetzt Konkurrenz den realen staatlichen Währungen macht, ja, sehe ich überhaupt keinen Bedarf, auch so massiv einzugreifen. Ja. Wie gesagt, Sie haben es irgendwie pointiert auf den Punkt gebracht, da muss ich mich auch fragen, sozusagen, ob ich Bargeld abschaffen soll. Ja? Und das gibt wird natürlich. Ja, gibt es ja einige Stimmen. Ja, es gibt diese Stimmen, aber das halte ich vereinfacht gesagt für absurd. Unsere Nationalbank. Herr Weber, ist der Wertverlust der normalen Währungen vergleichbar mit dem, was. Ich glaube, ich habe meinen Vortrag betont, es kommt auf die Fristigkeit an. Nicht? Wenn ich sozusagen eine 50-Jahre-Frist habe, sozusagen wird Geld nicht stabil sein und das ist in unserer Wirtschaft auch
in einer gewissen Weise gewollt, weil wir wollen nicht eine Wirtschaft aus Dagobert Dags, die das Geld zaus behalten, sozusagen, weil dann produziert niemand was, ne, sondern es soll zirkulieren. Aber sozusagen, ich habe für mich als Nutzer, Alltagsnutzer ist wichtig, eine mittelbare Frist, ne, sozusagen in den nächsten Wochen, Monaten, ein Jahr sozusagen, dass die Preisrelationen ungefähr gleich bleiben, nicht? Und dass dieses Vertrauen der Bevölkerung besteht und wird der Euro auch genutzt. Der ist keine Zwangswährung, sondern er wird als wirtschaftlich vorteilhaft gesehen. Und sozusagen ein Verbot ist weder vom Euro noch vom Bitcoin im Raum, insofern ist der Vergleich komisch. Geldwäscherichtlinie bedeutet nicht sozusagen Bitcoin-Verbot und es gibt auch niemanden, den ich kenne, der ein Bitcoin-Verbot fordert. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll, weil der Witz ist ja, dass man es dezentral administriert. Also es ist sozusagen, gibt es keinen Ansatzpunkt dafür. Noch zwei Wortmeldungen hier und dann guten Abend. Vor ein paar Jahren gab es eine parlamentarische Anfrage an das Finanzministerium und Wirtschaftsministerium zu diversen Themen bezüglich Bitcoin, Besteuerung und so weiter. Es gab auch umfangreiche Antworten der beiden Ministerien dazu. Wie sind diese Antworten rechtlich zu beurteilen? Welche Rechtssicherheit gibt das? Sind das mehr oder weniger einfach unverbindliche Meinungen oder kann man sich auf das beziehen? Es waren ja doch Ministerien, die diese Antworten gegeben haben. Solche Beantwortungen haben keinen Rechtscharakter wie eine generelle Norm, wie wir es im kontinentaleuropäischen Rechtssystem kennen. Da haben nur Normen Rechtsquellencharakter. Das ist die Meinung des Ministeriums, das ist eine offizielle Meinung. Ja. Das heißt, man wird annehmen können, dass entsprechend dieser Meinung dann auch entsprechend Akte gesetzt werden. Aber es ist kein Rechtsakt, der jetzt eine verbindliche Qualität hätte, dass man sich darauf in der Form berufen kann, wie wenn das Gesetz jetzt zum Beispiel ein subjektives Recht einräumt. Ja. Okay. Letzte Wortmeldung hier. Guten Abend, eine eher technische Frage. Wenn sie technisch ist, geht es wahrscheinlich unsere Techniker, oder? Durchaus, ja. Dann sagen Sie es jetzt, aber vielleicht beantworten wir es erst dann nachher, wenn ja, in einer Schlussrunde. Vielleicht können die anderen auch was dazu sagen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es unmöglich ist, einen Belegenheitsort diesem Vermögenswert Bitcoin zuzuweisen oder einer anderen Kryptowährung. Da gibt es vielleicht irgendwelche Server. Aber die sind, wo sich die befinden, ist sehr beliebig. Können Sie bitte nochmal wiederholen, welchen Ort? Das einen haben wir alle Belegenheitsort, wo dieser Vermögenswert Bitcoin zugewiesen werden kann, einem Staat. Die Frage ist relevant, weil wenn mir jemand Bitcoin stiehlt, dann muss sich die Polizei die Frage stellen, wo ist dieser Diebstahl geschehen? Wenn ich geschädigt werde, dann muss ich fragen, wo ist der Vermögensschaden eingetreten, damit ich weiß, welche Rechtsordnung zur Anwendung kommt. Und das Gleiche gilt natürlich bei der Reichweite der staatlichen, aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Gibt es da irgendeine Fantasie, worauf man da abstellen könnte? Das, was Sie fragen, zielt darauf ab, wo ist die Tat dann sozusagen begangen worden, nicht? Bei welcher Behörde, in welchem Land oder wo überhaupt, in welchem Sprengel kann ich das ganze Geld entmachen? Welche Jurisdiktion ist zuständig? Ja? Haben wir dazu von der Technik her eine Möglichkeit, das zu beantworten? Ich bin jetzt kein Techniker, ich hätte es rechtlich vielleicht ein bisschen gelöst, nämlich der eine Punkt, den ich vorher schon als Frage gestellt habe, weil er so wichtig ist, diese Notwendigkeit eines privaten Schlüssels. Das, womit Sie das Gut, damit Sie auf das Gut zugreifen können oder das Gut übertragen können, ist diese Information privater Schlüssel. Und man wird vermutlich sagen müssen, gut, dort, wo sich dieser Schlüssel befindet, wenn Sie da jetzt in Österreich sind, und Sie verfügen über den, ausgedruckt oder in Ihrer Wallet, dann ist es vermutlich, würde ich es dort zuordnen. Aber das ist jetzt nur eine erste Einschätzung. Also nicht ganz schwierig, eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt doch viele andere schwierige Fragen, die wir heute alle nicht beantworten werden. Aber wir werden jetzt einmal diese Runde, glaube ich, hier beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und gehen zum dritten Block. Blockchain-Technologie in der Rechtspraxis und der erste Redner ist Oliver Völkel von Stadler Völkel Rechtsanwälte und spricht über die privatrechtlichen Aspekte. Ja, also ich habe gehört, angeblich funktioniert dieses Mikro, das ich habe. Muss es auftreten. Also, ja. Dann nutze ich dabei vielleicht dieses Mikro hier. Ja, also auch von mir einen schönen guten Abend. Ich werde heute über etwas sehr, sehr Grundsätzliches sprechen, nämlich die privatrechtliche Einordnung
von Bitcoin, von virtuellen Währungen generell, aber wenn ich jetzt immer von Bitcoin spreche, bitte das zu verzeihen. Vielleicht auch gleich ein großes Verzeihung an alle Privatrechtler und an alle Rechtswissenschaftler hier. Ich werde jetzt oft einfach von Eigentum sprechen, auch wenn damit jetzt nicht Eigentum im Rechtssinn gemeint ist. Was gemeint ist, eher die Rechtszuständigkeit, aber wem jetzt das Gut virtuelle Währung zugeordnet wird, meine ich damit. So sollte es nicht ausschauen. Aber ich werde Ihnen einfach sagen, was hier steht. Es geht um die Frage, was ist eigentlich fraglich in der Praxis? Und das sind einige Punkte. Es sind viele Sachen ungeklärt. Das fängt schon bei so grundsätzlichen Sachen an wie, wie kann ich eigentlich Eigentum erwerben an Bitcoins? Wie kann ich Eigentum übertragen? Also wenn ich eine Analogie ziehen darf, wenn Sie mit mir einen Kaufvertrag über ein Auto schließen und wir unterschreiben beide, dann bin ich noch nicht automatisch Eigentümer. Es braucht ein Verpflichtungsgeschäft, das wäre in dem Fall der Kaufvertrag, und dann ein Verfügungsgeschäft, einen Modus. Und da stellt sich parallel die Frage bei Bitcoins, wie übertrage ich diese Bitcoins, wie verschaffe ich eigentlich Eigentum anderen? Eng damit zusammenhängt auch die Frage, gibt es einen gutgläubigen Eigentumserwerb? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Händler, der Bitcoins akzeptiert oder eine Rechtsanwaltskanzlei, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert und da stellt sich heraus, die Person, die bezahlt, die Bitcoins verwendet, durfte das eigentlich gar nicht. Muss der Händler oder müssen wir dann damit rechnen, dass andere möglicherweise eine Zahlung zurückfordern? Oder kann an Bitcoins ein Pfandrecht begründet werden? Ganz wesentlicher Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen und Sie brauchen eine Bankfinanzierung. Ja, die Bank wird natürlich sagen, was habt ihr für Werte? Und wenn Sie jetzt in dieser neuen Branche tätig sind, dann wird das in erster Linie Bitcoin sein. Können Sie jetzt an den Bitcoin ein Pfandrecht begründen? Ganz wesentliche, essentielle Frage. Oder wie funktioniert die Rückabwicklung? Wir werden das vielleicht heute noch hören, aber gerade im E-Commerce-Bereich haben Sie oft Rücktrittsrechte. Stellen Sie vor, Sie sind ein Händler und jemand kauft eine Ware bei Ihnen und tritt dann zurück. Wie funktioniert das mit der Rückabwicklung, wenn Sie schon Eigentum an den Bitcoin erhalten haben? Und dann auch ein ganz wichtiger Punkt in der Wirtschaftspraxis, wie sieht es aus im Fall einer Insolvenz? Ein Unternehmen, nicht alle Unternehmen überleben, das ist einfach das sind die Tatsachen. Wie kann dann jeder, der bei dem Unternehmen mit Bitcoin bezahlt hat, möglicherweise sein Geld zurückverlangen? Gibt es Aussonderungs- und Absonderungsrechte? Ich möchte erinnern, das ist nicht immer gewünscht. Bitcoin sollen Zahlungsfunktion wahrnehmen. Also wie sieht das aus? Das sind ganz essentielle Fragen, die noch nicht geklärt sind, jedenfalls in der Rechtsprechung. Ich möchte Ihnen einen ersten Ansatz präsentieren, wie man das sehen, wie man das rechtlich einordnen könnte, privatrechtlich. Und da ist ein Punkt ganz wichtig, den ich noch einmal betonen möchte, nämlich diese Funktion mit Adressen und den privaten Schlüsseln. Die Werte, die in Bitcoin verkörpert sind, finden sich in der Blockchain in einer Adresse, mehr oder weniger. Und zu jeder Adresse gibt es einen privaten Schlüssel. Und nur wer diesen privaten Schlüssel hat, der kann auch tatsächlich diese Werte an eine andere Adresse übertragen. Und wenn das passiert ist, kann nur diese neue Person wieder darüber verfügen. Also das ist diese technische Ausgestaltung, um sicherzugehen, dass nur der Berechtigte verfügen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Was auch ganz wichtig ist, die Ausführungen, die ich jetzt mache, gelten nicht für alle virtuellen Währungen, für Bitcoin gelten sie, aber sie gelten nur dann, wenn die virtuelle Währung drei Eigenschaften erfüllt. Und das ist einerseits, dass die Transaktionen auf der Blockchain permanent aufgezeichnet werden, dass sie nachträglich auch nicht mehr veränderbar sind und dass es eben für das Senden eines solchen privaten Schlüssels braucht. Wenn die virtuelle Währung diese drei Eigenschaften aufweist, dann können wir zu dieser rechtlichen Einordnung kommen, die ich jetzt präsentiere. Ansonsten, ja, es gibt viel, das sich virtuelle Währung nennt, aber nicht alles ist das. Und auch vielleicht den Hinweis an alle Rechtspraktiker, die sich jetzt zum ersten Mal damit auseinandersetzen, Sie müssen verstehen, wie die Technik funktioniert, sonst können Sie es rechtlich nicht einordnen. Ja. Gut, technisch sind Bitcoin einfach Datensätze in der Blockchain.
Was ist der eigentliche Wert? Na, das Recht, darüber verfügen zu können und andere davon auszuschließen, weil ich eben den privaten Schlüssel kenne. Wie ist das jetzt privatrechtlich einzuordnen? Die erste Frage, die man sich stellen kann, sind Bitcoin-Sachen. Das ABGB geht von einem sehr weiten Sachbegriff aus, also alles, das vom Menschen verschieden ist und ihm nützt, mehr oder weniger gilt als Sache im rechtlichen Sinne. Und Bitcoin, und da gibt es dann eine besondere Notwendigkeit, es muss eine Beherrschbarkeit durch den Menschen gegeben sein. Und das liegt auf jeden Fall bei Bitcoin vor. Also es ist auf jeden Fall einmal vom Menschen verschieden, dient ihm, er nutzt es als Zahlungsmittel und es gibt eine besondere Beherrschbarkeit. Ich vergleiche das immer ganz gerne jetzt mit anderen digitalen Gütern wie Software, Musik, die Sie aus dem Internet herunterladen. Das können Sie 100.000 Mal kopieren. Und auch das wird als Sache angesehen. Bitcoin können Sie nicht kopieren, die können Sie nur übertragen. Also die Beherrschbarkeit durch den privaten Schlüssel ist hier ganz enorm ausgeprägt. Also Bitcoin werden jedenfalls Sachen im Sinn des 285 ABGB sein. Man kann das dann noch ein bisschen genauer definieren, vielleicht nur abrissartig. Also Bitcoin werden wohl als unkörperliche Sachen zu qualifizieren. Warum? Weil das Gesetz verlangt für eine körperliche Sache, dass sie in die Sinne fällt. Das hat ganz massive Auswirkungen, nämlich auf die Frage, wie ich es übertragen kann. Es sind bewegliche Sachen und da würde ich einfach auf eine Analogie zur Software ziehen, für die das auch vertreten wird. Es sind verbrauchbare Sachen. Warum? Weil der Zweck bei Bitcoin der ist, dass ich sie ausgebe. Das ist einfach dass ich sie verbrauche. Es ist schätzbar, das bedeutet einfach, dass es einen Marktpreis für sie gibt, also ich kann einen Preis für sie festlegen. Und es sind vertretbare Sachen. Bedeutet, es kommt jetzt nicht auf das einzelne Stück an, also das rote Auto, sondern es sind der Wert 5 Bitcoin, 10 Bitcoin. Das einzelne Stück ist mir egal, es kommt nur auf die Summe an, auf den Wert. Was ist die Rechtsfolge dieser Einordnung? Ganz wichtig, Bitcoin und alle anderen virtuellen Währungen können Gegenstand eines Vertrags sein. Sie können Bitcoin kaufen, Sie können sie zum Tausch verwenden gegen ein rotes Auto, Sie können sie schenken, Sie können einen Darlehensvertrag damit abschließen oder darüber abschließen und Sie können auch einen Pfandvertrag darüber abschließen. Aber wie eingangs gesagt, notwendig für die Übertragung von Eigentum ist neben einem Vertrag, den Sie abschließen, auch ein Verfügungsgeschäft, der sogenannte Modus. Und da kommt die Klassifizierung ins Spiel. Als unkörperliche Sache müssten Sie jetzt sagen, gut, das Zessionsrecht ist anzuwenden, also Sie brauchen eine Abtretung der Bitcoin von einer Person an die andere. Jetzt kann man die Frage stellen, wir haben hier eine technische Besonderheit, nämlich wir brauchen eine Übertragung also technisch vorgesehen ist die Übertragung der Währungseinheiten auf eine neue Adresse mit einem neuen privaten Schlüssel, weil so können wir sicherstellen, nur diejenige Person kann darüber verfügen, der es auch gehören soll. Stellt sich die Frage aus rechtswissenschaftlicher Sicht, na, kann das jetzt auch auf die rechtliche Einordnung eine Auswirkung haben oder soll uns das als Rechtswissenschaftler egal sein? Und da würde ich sagen, schauen wir uns ein Beispiel an. In dem Beispiel A verkauft an B 5 Bitcoin. Es gibt dann aber keine Transaktion auf der Blockchain, sondern A sagt dem B einfach, ach ja übrigens, das ist die Adresse der Bitcoin und hier hast du den privaten Schlüssel. Wäre das ausreichend, um Bitcoin von A an B zu übertragen? Und hier würde ich jetzt eine Analogie zum Sachenrecht. Man wird anders nicht weiterkommen. Bei Bitcoin haben wir eben eine besondere Form der Beherrschbarkeit. Wenn Sie sich das anschauen bei körperlichen Sachen, müssen Sie die Sache übergeben, Besitz tatsächlich übergeben, damit Sie davon sprechen können, dass die Sache übertragen wurde und dass jetzt der Empfänger ausreichend Herrschaft über die Sache hat. Und das wird man wohl analog anwenden müssen im Fall von Bitcoin. Solange der Empfänger nicht ausreichend Herrschaft über die Sache hat, wird kein Eigentum übertragen. Und solange der ursprüngliche Überträger A in unserem Fall noch immer den privaten Schlüssel kennt und auch wenn er sagt, er hat ihn nicht mehr, aber er könnte ihn immer noch kennen, solange hier nicht ein ausreichender Publizitätsakt gesetzt wurde und das wird wohl nur die Übertragung auf der Blockchain sein, solange wurde kein Eigentum übertragen. Also wir brauchen auch eine Übertragung auf der Blockchain an eine neue Adresse mit einem neuen privaten Schlüssel, um hier von einer Übertragung des Eigentums sprechen zu können. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Jetzt haben wir vorher gehört, es gibt physische Wallets.
Für die, die nicht wissen, was das ist, wie gesagt, der Wert verkörpert sich in einer Adresse und einem privaten Schlüssel. Sie müssen beides kennen, um über die Bitcoin verfügen zu können. Sie können den privaten Schlüssel aber auch ausdrucken. Damit hätten Sie schon die einfachste physische Wallet. Es gibt mittlerweile zu kaufen beispielsweise also echte Metallmünzen, bei denen öffentlich oder offen zu sehen ist die Adresse. Das heißt, Sie können leicht prüfen, welcher Wert auf der Blockchain unter dieser Adresse gespeichert ist. Der private Schlüssel, da müssen Sie dann vielleicht die Münze zerbrechen. Also Sie kommen jedenfalls nicht zerstörungsfrei heran, um das Ding, um den Wert zu übertragen. Und da könnte man eine Analogie einfach zum Wertpapierrecht ziehen und sagen, okay, bei Inhaberwertpapieren ist es so, das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier, also Sie übergeben das Papier und damit haben Sie Eigentum übertragen. In dem Fall ist es eigentlich nichts anderes. Öffentliche Adresse und privater Schlüssel werden von einer Hand in die andere gegeben und damit analoge Anwendung des Wertpapierrechts. Vorschlag von mir. Beispiel 3, ich habe schon den Hinweis bekommen, ich muss auf die Zeit achten. Da machen wir das vielleicht nur ganz kurz. Das ist das Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe. Stellen Sie sich vor, wir akzeptieren Bitcoin und jetzt kommt der wahre Eigentümer hervor und sagt, na eigentlich sind die ohne meinen Willen übertragen worden und ein Hacker hat mir den privaten Schlüssel gestohlen. Ja, was mache ich jetzt? Muss ich die wieder zurückzahlen? Und hier würde man jetzt, wenn man es vergleicht mit Geld oder mit anderen vertretbaren Sachen, wenn ich die mit meinem eigenen vermische, erwerbe ich Eigentum daran. Das heißt, eine Eigentumsklage würde da scheitern. Und ich kürze es ab, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, einfach wegen der Funktion, die Bitcoin wahrnehmen, das analog auch anzuwenden auf virtuelle Währungen. Pfandbestellung, vielleicht relevant, wenn Vertreter von Banken unter uns sind, Sie können auch ein Pfandrecht über Bitcoin bestellen. Sie wissen, auch dafür brauchen Sie einen Titel, das wäre das Pfandbestellungsvertrag und einen Modus und ganz abgekürzt, das ist einfach ein Publizitätsakt. Sie müssen irgendwie darstellen, das Pfandrecht gehört jetzt mir. Wenn Sie auf bewegliche Sachen schauen, gilt das Faustpfandprinzip. Sie müssen die Sachen übergeben, damit Sie das Pfandrecht begründen. Und genau dasselbe wird man auch gelten lassen müssen bei Bitcoin. Also Übergabe, Übertragung an eine andere Adresse in der Verfügungsmacht der Bank, die das als Zahlungsmittel, die das als Pfand nimmt und dann auch letztlich darüber verfügen kann. Gut, also zusammenfassend, Sie können privatrechtlich über virtuelle Währungen verfügen. Achtung, nicht alles, was sich jetzt vielleicht als virtuelle Währung ausgibt, ist auch eine. Muss man sich vorher technisch ansehen, ob es diese rechtlichen Erfordernisse erfüllt. Sie brauchen, nachdem Sie ein Rechtsgeschäft abgeschlossen haben, Kaufvertrag, Pfandbestellungsvertrag, was auch immer, einen Modus und der wird eigentlich in allen Fällen, wie wir jetzt gesehen haben, die Übertragung auf der Blockchain sein. So, das war es auch schon. Ich hoffe, ich habe jetzt einen ersten privatrechtlichen Überblick über diese Sache geben können. Dankeschön. Arthur Stadler, ebenfalls von der Kanzlei Stadler Völkel, setzt fort zum Thema E-Commerce, öffentliches Recht und Anwendungsbeispiele für Blockchain-Technologie. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, man hört mich, auch über dieses Mikrofon. Dankeschön für die einleitenden Worte, Herr Dr. Frey. Danke auch für die Moderation. Als heute letzter juristischer Beitrag und Vortrag möchte ich auch auf die letzten noch ausstehenden Themen eingehen, die es aus rechtlicher Sicht gibt. Es sind ja wahnsinnig viele Themen. Bitcoin befindet sich eigentlich in einer Querschnittmaterie. Fast alle Rechtsgebiete, die in diesem Haus gelehrt werden, können eigentlich damit befasst werden. Ich möchte mich vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Teil, zivilrechtlichen Teil nochmals im E-Commerce-Bereich stützen. Aber kurz nochmal Rückblende. Oliver Völkel, mein Kompagnon, hat schon gesagt, wenn man die Technik dahinter nicht versteht, kann man gar keine rechtlichen Ausführungen mal machen. Zur Technik. Auch Max hat es formuliert, wir befinden uns heute erstmals eigentlich in der Geschichte der Menschheit so weit, dass wir ein
virtuelles Zahlungsmittel von einem Ort zum nächsten sofort zu jeder Uhrzeit und wirklich von jedem beliebigen User zum nächsten verschicken können. Und das ohne ein nationales Währungssystem, ohne ein nationales Bankensystem und ohne ein Kreditkartensystem. Ich weiß, hier im Publikum sitzen einige Bankenvertreter, auch Vertreter der Nationalbank. Ich möchte das bisherige System nicht in Frage stellen, sondern eher den Blick öffnen für neue Technologien und neue Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben es gehört, auch von Max, es liegen da vor allem die Schwierigkeiten, aber auch die Herausforderungen, aber auch die Vorteile liegen auf der Hand. Gerade die Schnelligkeit im Vergleich zu jetzt traditionellen Bankentransaktionen oder die Kosten, die eigentlich gegen Null gehen von einer derartigen Transaktion, die sprechen eigentlich für dieses System. Aber was verstehen wir nochmal rückblickend unter Bitcoin und dem gesamten System? Es ist einerseits, das hat Beat Weber auch formuliert, ein Währungssurrogat. Wir wollen nicht von Währung sprechen, aber so etwas wie Währung. Dass diese Bitcoin stehen zur Verfügung und verwenden wir für Zahlungen, für Gegenleistungen gegen Ware oder Dienstleistungen. Und, das haben wir auch gesehen, gerade durch die Veränderungen des Bitcoin-Kurses, der derzeit ziemlich steil nach oben geht, ist das natürlich ein geeignetes Mittel, um Spekulation zu machen. Das wissen wir und damit müssen wir auch umgehen, auch einkommenssteuertechnisch, überhaupt steuerrechtlich auch damit umgehen. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist das Netzwerk an sich. Ja, hier sprechen wir immer wieder von der Blockchain. Meines Erachtens ist die Blockchain oder die Erfindung dahinter die zukunftsträchtigste Erfindung und Technologie, mit der wir uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Und es ist nicht nur das Netzwerk, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, das an sich sehr, sehr stabil und wertträchtig ist, es ist auch die Netzwerksprache, es ist das Netzwerkprotokoll. Ja? Also mit dieser, ganz laienhaft jetzt ausgedrückt, mit dieser Sprache können erst User und Maschinen und Geräte miteinander kommunizieren. Und das macht es so speziell und das ist das Besondere, wo wir wiederum erstmals in der Geschichte der Menschheit programmierbares Geld haben. Also wir können das Geld steuern und dann aber das Tolle daran ist, dass wir diese Blockchain-Technologie, diese Programmierbarkeit, wenn es mit Geld funktioniert, dann kann es mit etwas anderem auch funktionieren, dieses Netzwerkprotokoll und das Netzwerk an sich für andere Anwendungsformen verwenden. Das ist das wirklich Spannende. Zurück zum Währungssurrogat. Wenn ich Verträge habe mit meinen, als Händler mit Verbrauchern, muss ich meine Verbraucher natürlich immer darüber aufklären, was dieses Produkt kann und was es nicht kann, also die Vor- und Nachteile, um den Verbraucher in die Lage zu setzen, eine wirklich informierte Entscheidung zu treffen und das Produkt dann zu nehmen. Die Vorteile haben wir gehört, die rasche Überweisung, die sehr, sehr geringen Transaktionskosten und vor allem die Möglichkeit, dass die Zahlung nicht faktisch nicht umkehrbar ist. Das ist ein Vorteil. Das ist wirklich auch für Händler ein toller Vorteil, weil hier haben wir wirklich die Bargeldfunktion von Bitcoin. Der Vorteil liegt darin, dass ich keine Transaktion habe, die etwa wie beim Kreditkartensystem offen ist für etwa Chargeback Fraud. Ja, wir haben bei Kreditkarten die Möglichkeit, dass Händler das Produkt liefern, der Kunde angeblich sagt, er bezahlt über ein Kreditkartensystem und letztlich bezahlt er nicht, weil er nach 30 oder 40 Tagen diese Bezahlung storniert. Ja. Das passiert zwar nur einmal, aber in der Menge ist das kann es viel für einen Händler ausmachen. Das Produkt ist weg, den User findet er vielleicht nie, das Geld ist auch nicht hier. Also dieser Chargeback-Fraud kann vermieden werden durch eine Bargeldtransaktion oder eben in unserem Fall durch Bitcoin. Das sind die Vorteile, die eigentlich auf der Hand liegen. Aber auch der User, der künftige Abschließende, der Verbraucher muss darüber aufgeklärt werden, was die Nachteile sind. Das ist rechtlich relevant, weil wir auch in den
Bestimmungen im E-Commerce haben, etwa im FAGG, im Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz. Der User, der Verbraucher, muss darüber informiert werden. Und da haben wir auch die Nachteile schon gehört. Die sind in den Wechselkursrisiken, in der Volatilität. Und die liegen dort, wo wir wissen, dass ja dieses Produkt, obwohl es schon seit Jahren auf dem Markt ist, natürlich noch in einem Experimentierstadium sich befindet. Und noch keine breite Akzeptanz hat. Die Frage der Anonymität, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, wir haben es heute öfters schon gehört. Ich muss natürlich wissen, wer bei einem zivilrechtlichen Vertrag, wer mein Gegenüber ist. Ja. Das ist an sich eine Anforderung, mit der ich zurechtkommen muss. Apropos Anonymität, wir sprechen heute eigentlich von Pseudonymität. Es gibt mittlerweile sehr gute Fahndungserfolge des FBI und der polizeilichen Zusammenarbeit in der EU, wo man eigentlich nicht mehr von echter Anonymität sprechen kann. Anonymität ist rechtlich aber natürlich ein wichtiges Kriterium. Ich muss hier natürlich aufpassen, auf die Geldwäschebestimmungen. Die haben wir heute schon öfters gehört. Es kommt eine neue Geldwäscherichtlinie. Bitcoin-Tauschbörsen und andere Geschäftsmodelle sind wahrscheinlich in Zukunft Banken ähnlich zu betrachten. Und daher müssen die ähnliche Geldwäschebestimmungen wie KYC-Check, Know Your Customer, ich muss wissen, wer mein Gegenüber ist, all das einzuhalten ist. Die rechtlichen Herausforderungen liegen im Aufsichtsbereich, also vor allem die Frage, brauche ich eine Konzession für mein Modell? Ja? Und da, um das abzukürzen, gibt es eine Entscheidung oder eine Stellungnahme der FMA, die sagt, es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, haben wir heute schon gehört, kein E-Geld. Es ist aber auch kein Geldbetrag, der geeignet ist, Zahlungsvorgänge auszulösen und daher für dieses Geschäftsmodell. Hier war die Frage einer Tauschbörse. Ja, daher ist verwirklicht diese Tauschbörse kein konzessionspflichtiges Bankgeschäft und auch keinen Tatbestand, der ihm zartig wäre, also für eine Zahlungsdienste-Konzession. Die weiteren Herausforderungen liegen bei Geldwäschebestimmungen. Dazu habe ich kurz ausgeführt, aber auch bei der Steuer. Ja, wir haben ein Urteil aus 2015, Herbst 2015, Hedquist-Fall, heute ist es schon erwähnt worden, des EuGH, der gesagt hat, ja, bei einer Tauschbörse haben wir zwar einen steuerbaren Vorgang, letztendlich fällt dieser Vorgang aber in einen Ausnahmetatbestand der Mehrwertsteuerrichtlinie. Dazu nur kurz, wir haben viele Veranstaltungen, die wir auch mit dem Verein Bitcoin Austria machen und auch im House of Nakamoto. Da werden auch steuerliche Aspekte vorkommen. Mehr kann ich dazu heute leider aufgrund der Zeit nicht sagen. Zu E-Commerce haben wir andere Herausforderungen. Oliver Völkelmann Company hat es angesprochen, wir sind eigentlich im Zivilrecht. Und wir wollen nicht neue Dinge erfinden von juristischen Methoden, die wir ohnehin vorliegen haben. Also für Tausch, Kauf gibt es für den Offline-Bereich ausreichende Mechanismen im Zivilrecht. Für den Online-Bereich muss ich mir die Frage stellen, ist es ein körperliches Gut oder ist es ein digitales Gut? Für ein körperliches Gut, also wenn ich etwa eine Karte habe oder einen Datenträger, auf dem die Bitcoin gespeichert sind, wenn ich diese Übergabe mache, dann ist es ähnlich zu behandeln wie im Zivilrecht im Offline-Bereich. Für Online-Bereich, wenn ich keine körperliche Übertragung habe, dann muss der Unternehmer seinen Verbraucher über einiges aufklären. Ja? Hier gibt es auch klarerweise den 14-tägigen Widerruf, also die Rücktrittsfrist. Und der Unternehmer muss seinen Verbraucher darüber aufklären, wenn es ein digitales Gut ist, dass er sozusagen sein Rücktrittsrecht nicht mehr wahrnehmen kann, nämlich unter folgenden Voraussetzungen. Er muss dem Kunden sagen, dass die Leistungserfüllung nämlich schon vor dieser 14-tägigen Rücktrittsfrist beginnt. Ja. Also wenn der Kunde dann zustimmt und sagt, ja, ich möchte, dass diese Leistungserfüllung zuvor passiert,
dann muss er auch davor die Informationen haben, Achtung, ich habe dann kein Rücktrittsrecht mehr. Und in meiner vollen Kenntnis dieses Verlustes des Rücktrittsrechts stimme ich hier zu. Rechtliche Voraussetzung nach § 18 FAGG ist aber, dass der Kunde eben über diesen Verlust aufgeklärt wird und dass er nochmals eine Bestätigung bekommt über diesen Verlust des Rücktrittsrechts. Die Bestätigung wird üblicherweise über einen dauerhaften Datenträger geschickt. Das ist in der Praxis eigentlich ein E-Mail, ein PDF darin, und dort findet ihr einerseits die AGB, die auch mit einem digitalen, einem dauerhaften Datenträger übersendet werden müssen, und eben seinen Verlust des Rücktrittsrechts. Dann kann der Händler mit der Leistung beginnen, nämlich wiederum vor dem 14-tägigen, vor dem Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist. Wenn diese Formvorschriften nicht eingehalten werden, Achtung für Händler, dann verlängert sich die Rücktrittsfrist auf ein Jahr und 14 Tage. Achtung. Es gibt ein anderes Rücktrittsrecht, das wesentlich schärfer greift. Das ist der sogenannte echte Rücktrittsausschluss. Gerade bei Waren, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängen, hier hat der Unternehmer die Möglichkeit, sofort den Kunden zu informieren und zu sagen, du hast überhaupt kein Rücktrittsrecht. Also man kann als Unternehmer hier wählen, ob hier der schärfere Teil gewählt wird, ob dieser echte Ausschluss des Rücktrittsrechts hier eingezogen wird, oder für digitale Güter mit den entsprechenden Informationsvorschriften. Da werde ich mich kurz halten. Wir haben etliche Verträge, die auch Verbraucher abschließen können mit Wallet-Anbietern. Achtung hier wieder: bei bestimmten Bitcoin-Geschäftsmodellen kann dieses Geschäftsmodell den Finanzbestimmungen unterliegen und eventuell bankrechtliche Tatbestände oder Konzessionstatbestände auslösen. Und da befinden wir uns heute eigentlich schon in einem Bereich, wir haben etliche Bankenvertreter hier, das ich immer nenne, dieser Kampf schwarz gegen weiß, gut gegen böse. Ich sage immer, das ist dieses Bush-Prinzip, you're either with us or you're against us. Er hat es genannt im Fight Against Crime. Ich würde sagen, dieses Schwarz- und Weiß-Denken kann in diesem Bereich leider nicht mehr oder Gott sei Dank nicht mehr existieren. Es gibt anerkannte Bitcoin-Wallet-Anbieter, die sehr wohl mit Banken zusammenarbeiten. Es gibt etwa in Deutschland die Fidor Bank, die auch Betreiberin der bitcoin.de-Seite ist. Es gibt Coinbase, die etwa im Baltikum eine Bank betreiben. All das ist möglich, und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist nicht mehr zeitgemäß und angebracht. Es erinnert ein bisschen an alte Zeiten. Auch im Standard ist das vorgekommen, 2013. Bitcoin hat auf Dauer keine Chance. Wie wir wissen, Meinungen können sich ändern, haben wir auch heute gehört. Das erinnert mich auch an Innovationen und Irrtümer aus der Vergangenheit. Da wurde etwa gesagt, das Pferd wird es ja immer geben. Automobile sind eigentlich nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird mit Bitcoin, ob wir nächstes Jahr noch hier stehen und auch zu Bitcoin sprechen können. Wir wissen nicht, ob die Blockchain-Technologie bestehen bleibt, aber wir wollen offen bleiben für Neues, für neue Technologien und Innovationen. Ich werde den Blockchain-Bereich jetzt kurz ausblenden. Dazu hören wir im nächsten Vortrag. Die wirklich relevanten Fragen sind da in dem Bereich zum Datenschutz, zum vertraglichen Aspekt, mit wem schließe ich ab, ja, wer ist mein Gegenüber, und letztendlich, was passiert, wenn in einem automatisierten Vertrag ein Fehler im Code ist. Also das haben wir heute noch nicht gelöst, das haben wir auch noch juristisch nicht gelöst. Gerade diese Self-Executing Contract, vollziehen mit bestimmten Auslösern einen Vertrag, wenn hier ein Fehler im Code passiert, muss der sozusagen rückabgewickelt werden. Da knüpfen sich sehr, sehr viele juristische Fragen dran.
Weiters die Frage, was ist mit meinen personenbezogenen Daten, die im Netz herumgeschickt werden, von Peer-to-Peer in einem geschlossenen, in einem offenen System? All diese Fragen werden wir uns noch in den nächsten Jahren stellen. Ich denke, dass diese Blockchain-Technologie sehr wohl sehr zukunftsträchtig ist und wir uns mit unserem digitalen Leben in Zukunft damit befassen werden müssen. Vielen Dank. Dass Sie das so abkürzen mussten, aber wir sind mit der Zeit, stoßen wir an die Grenzen und wir haben auch noch immer einen Vortrag, nämlich Markus Presig von der Raiffeisen Bank International, der dort für Digital Banking Innovationsmanagement tätig ist und ganz konkret verantwortlich für Blockchain und Kryptowährungen. Und jetzt das Thema noch zum Abschluss aus Bankensicht behandeln wird. Während hier wir die Technik aufbauen, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Arthur, für die Einladung. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Satoshi Nakamoto hat 2008 eben als Reaktion auf die Bankenkrise sein Paper publiziert und hat es eben unter diesem Pseudonym herausgebracht und daraus ist eben die Währung Bitcoin entstanden. Im Jahr 2017 steht die Finanzindustrie vor einem Wandel. Insgesamt wird diese eben getrieben durch drei Dimensionen. Auf der einen Seite der Kunde, das Kundenprofil verändert sich, junge Kunden kommen nach. In der Mitte steht der Regulator, der eben den Markt liberalisiert, nicht zuletzt durch die anstehende Regularie PSD2 bzw. die darauf folgende General Data Protection Regulation und der Wettbewerb. Digitalisierung führt eben immer zu einer Standardisierung von Produkten. Das haben auf der einen Seite Technologieanbieter erkannt und auf der anderen Seite Fintechs, die sich eben klassisches Vorgehen an das Frontend von Banken herauspicken, gewisse Produkte herauspicken und diese fokussiert mit einer sehr nahen Implementierung am Kunden eben anbieten. Diese drei Dimensionen führen insgesamt zu einer stärkeren Modularisierung bzw. Segmentierung im Markt. Die alte Erfolgsformel für Banken, effizientere Backoffice-Prozesse, die Differenzierung am Point of Sale bildet eben ein nachhaltiges Geschäftsmodell, gilt nicht mehr. Digitalisierung hat eben als Folge, dass sozusagen die Distribution für Unternehmen kein Differenzierungsfaktor ist. Und die beiden Enablers, die ganz zentral vorne wegstehen, sind eben Technologie und der ganz starke Fokus auf den Kunden im Sinne von Customer Experience. Die Distributed Ledger Technologie ist eine sehr vielversprechende Technologie. Unter Distributed Ledger Technologie versteht man, glaube ich, allgemein die Blockchain. Dieses Bild haben Sie heute schon gesehen. Es ist der klassische Use Case, der normalerweise zur Erklärung verwendet wird, wie die Blockchain funktioniert. Es bildet den Zahlungsverkehr ab und die Value Proposition, die eben die Blockchain mit sich bringt, sind zwei ganz spezifische. Auf der einen Seite, wir reduzieren eben dadurch, dass wir die Clearingstelle auflösen, das Counterparty-Risiko und können dadurch natürlich Kosten sparen. Kosten sparen ist eine sehr gute Value Proposition. Nichtsdestotrotz stehen wir vor Herausforderungen. Neben dem klassischen Zahlungsverkehr-Use Case haben sich, wie auch heute schon postuliert, zahlreiche andere Use Cases herausgebildet, eben beispielsweise Identifikation, Regulatorik, also eine Regulatory Chain, Backoffice-Prozesse, Handelsplattformen wie beispielsweise Coinfinity, Digital Assets, Wallet Provider. Ich habe mir hier drei Anwendungsfälle herausgepickt, also die Identifikation, Zahlungsverkehr und Regulatorik, weil diese aus meiner Sicht ganz essentiell sind, um eben die Verbreiterung dieser Technologie voranzutreiben.
In puncto Zahlungsverkehr, neben dem klassischen Bitcoin-Anwendungsfall, ist eben ein weiterer der Cross-Border-Zahlungsverkehr, der Wechsel von anderen Währungen, der eben natürlich mit einer digitalen Währung erleichtert wird. In der Mitte KYC, Know Your Customer, also die Identifizierung bzw. Authentifizierung des Kunden und zuletzt sozusagen automatisierte Compliance, also die Erleichterung des Reportings an den Regulator auf eine Blockchain. Diese drei Anwendungsfälle sind für vereinzelt genommen für sich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Nur möchte ich hier aufzeigen, wie könnte das an einem Beispiel aussehen. Nehmen wir an, Sie sind im Elektrofachhandel, sind mit Ihrer Einrichtungsplanung noch nicht ganz fertig, sehen einen Fernseher, schauen auf das Preisschild, denken sich, da müsste es doch eine Finanzierungslösung dafür geben, sehen rechts unten natürlich das Raiffeisenzeichen, denken sich, ich lade mir schnell die sogenannte Konsumfinanzierungs-App hinunter. Als Kunde melden Sie sich an, Sie haben mehrere Authentifizierungsmaßnahmen, einer darunter könnte beispielsweise der Fingerabdruck sein, authentifizieren sich mit Ihrem Fingerabdruck, das Geld ist am Konto, es ist ein Dauerauftrag zur Bank eingerichtet und Sie können den Fernseher bezahlen und nach Hause gehen. Sie bekommen natürlich von der Blockchain als Kunde nichts mit, weil der Anwendungsfall könnte so aussehen, dass man beispielsweise unterschiedliche Finanzinstitute liefern KYC-Daten auf eine Regulatory Chain ein. Der Regulator hat die Hand über dieser Blockchain und bestimmt eben die Protokolle bzw. Methoden zur Speicherung und Validierung von Kundendaten. Die Vorteile davon liegen auf der Hand. Es gibt derzeit meines Wissens so eine App noch nicht. Also beteiligen Sie mich, falls Sie so etwas umsetzen wollen. Es kommt eben zu einer schnelleren Abwicklung, effizientere Datensicherheit. Man nutzt im Kern die bereits heute dargestellten Eigenschaften der Blockchain. Die Industrie hat im Generellen erkannt, dass die Blockchain bzw. die Distributed Ledger zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Bitcoin war aus meiner Sicht ein erster Move, um sozusagen Akzeptanz zu schaffen dieser Technologie und einmal testweise das Ganze aufzustellen. Die drei Akzeptanzkriterien, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind und die eben aus der Technologie kommen müssen, sind eben die Stabilität des ganzen Werkels, eine Verbreiterung und beziehungsweise Vertrauen in die Technologie. Die Herausforderungen, vor denen man steht, sind Skalierbarkeit, Performance, Schaffung von Standards, die entsprechende Regulierung, die ich mir persönlich sehr sportlich vorstelle bei einer Distributed Ledger und eben die Anonymität, die so eine Technologie implizit mit sich bringt. Als Finanzinstitution ist natürlich die Value Proposition, das Sparen von Kosten, das Teilen von Infrastruktur eine sehr, sehr interessante. Und wie könnte das aussehen, wenn man entsprechend so ein Blockchain-Projekt, wie soeben aufgezeigt, umsetzt. Also man müsste sozusagen die drei Dimensionen, auf der einen Seite die Infrastruktur, also die Technologie an sich, die unterschiedlichen Interessenskonflikte, dadurch, dass natürlich eine Blockchain, dass sozusagen der Regulator auf diese Blockchain drauf schauen möchte, kann es nur eine Private Blockchain sein, wo natürlich Interessenskonflikte bestehen in puncto Implementierung und in puncto Ausrollung dieser Blockchain und nicht zuletzt eben das regulatorische und rechtliche Rahmenwerk. Wenn man diese drei Aspekte lösen kann, zusammenbringt, dann steht aus meiner Sicht dem
High-Scale-Ansatz einer Blockchain nichts im Wege. Wohin geht's? Wohin geht die Reise der Distributed Ledger? Aus meiner Sicht, wie auch bereits dargestellt, ist die Blockchain gerade als vertikale Marktintegration, das ist eben ein wichtiger Teil, um sie erfolgreich zu machen. Man muss neben den Kerneigenschaften die Value Proposition erweitern und darüber hinaus mehr Use Cases abdecken als simplifiziert den Zahlungsverkehr. Als nächsten Schritt muss natürlich ein regulatorisches Rahmenwerk geschaffen werden und darauf aufbauend kann ich dann Innovationen betreiben wie Smart Contracts bzw. Kryptowährungen, innovative Finanzlösungen, die, da die Distributed Ledger sicherlich noch in einem sehr frühen Stadium ist, in 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch schon früher, zu erwarten sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Gräßig. Wir wollen um 21 Uhr schließen. Ich glaube, Sie sind noch alle schon erschöpft. Wir haben jetzt Zeit noch für 1, 2, vielleicht 3 ganz kurze Fragen. Möglichst an die 3 Schlussredner. Und ja, bitte, dort war eine Wortmeldung. Guten Abend, ich habe im Prinzip 3 Fragen an den Vertreter. Stellen Sie nur eine, bitte. Eine reicht, ja? Eine reicht. Ja. Na. Wer braucht die Bank, wenn ich bei meinem Fernseher im Laden kaufe? Weil ich kann ja von Peer-to-Peer übertragen. Ich brauche keine Bank. Und zweite Frage, Raiffeisen akzeptiert keine Zahlung gegen Bitcoins, oder? Okay, gut. Das sind 2. Sammeln wir vielleicht noch einmal ganz kurz hier. Bitte sehr, da ist eine Hand und da ist eine dritte Hand. Ja, gleich vor Ihnen. Hören Sie mich? Ja. Ich verstehe die Kritik am RBI-Vortrag, aber dazu will ich gar nichts sagen. Davor war was Interessantes. Es gibt 2 Möglichkeiten, Bitcoins zu übertragen. Und zwar, ich kann sie in die Blockchain einspielen und kann sie Peer-to-Peer übertragen. Oder ich kann sie halt offline übertragen, ja? Indem ich einfach meinen Private Key übergebe und meine Adresse. Und da gibt es diese fertigen Coins, die man dann aufrubbeln kann. Und jetzt ist es so, diesen Private Key, den hat ja wer gekannt, oder? Wenn er mir das provided vom Wallet. Und wer garantiert mir sozusagen, wenn ich das jetzt am Markt in den Safe lege für 10 Jahre, dass nicht diesen Private Key irgendwer anderer schon verwendet und mir sozusagen die Bitcoins wegzieht? Okay, kann das ist eine gute Frage. Da war, glaube ich, noch eine Hand und dann die Dame da hinten. An die Rechtsanwälte. Und ihr akzeptiert ja Bitcoin als Zahlungsmittel. Und was mich interessieren würde, ist, welche Maßnahmen setzt ihr in der Kanzlei, dass ihr nicht irgendwie involviert werdet in 165 StGB, Geldwäsche, Beitrag etc. Das würde mich ganz spannend einmal interessieren, weil auch für andere beratende Berufe vielleicht das interessant sein könnte, inwieweit man da in ein Problem reinkommt. Danke. Okay, und da in der ersten Reihe, ganz am Rand, damit wird nicht übersehen. Ich hätte noch eine zivilrechtliche Frage, und zwar, wie würden Sie das Mining einordnen und wen sehen Sie als Vertragspartner des Miners? Weil die Bitcoin-Community, kann man die unter einer GESPR oder irgendwie im Unternehmensrecht einordnen? Gut. Nehmen wir auf, was hier gefragt wurde. Ich würde es mal versuchen, rückwärts von dem, was ich gehört habe, und vielleicht können die anderen auch Anmerkungen machen. Also zum Mining, ich meine, nicht jeder Eigentumserwerb oder nicht jeder Erwerb muss derivativ von einem Vormann erfolgen. Ich kann auch Sachen originär erwerben als Erster. Ich nehme die Sache an mich, die gehört mir. Vielleicht als erster Ansatzpunkt dafür. Der andere Punkt war die Frage mit den Bitcoin als Zahlungsmitteln. Ja, das ist richtig. Wir müssen natürlich, also einerseits muss man dazu sagen, es ist natürlich ein bisschen ein Marketing-Gag. Nicht jeder unserer Mandanten zahlt in Bitcoin. Und wenn es einer macht, wissen wir ganz genau, wer das macht. Und bei denen hätten wir keinen bedingten Vorsatz, dass das irgendwie aus Geldwäsche stammt. Aber wir müssen natürlich ein Transaktionsbuch führen, wann auf unsere Adresse Zahlungen einlangen, zu welchem Kurs wir die bekommen. Wir wechseln sie sofort in Euro um, also das ist nicht lange bei uns, das ist als Zahlungsform wird sofort in Euro umgewechselt. Ich glaube, das ist auch der Weg, den alle anderen gehen müssen, damit man das legal hinbekommt. Was war sonst noch? Die Frage, wenn der Key... Die Frage, wenn der...
Genau, das ist mir, dass nicht jemand anderer den gleichen kennt und verwendet. Genau, ja, das war eigentlich der zentrale Punkt von meinem Vortrag. Das kann man nicht garantieren. Sie müssen sie in Wahrheit aufrubbeln und an eine andere Adresse übertragen. Dann haben Sie Eigentum erworben, ja, im Rechtssinn. Und das können Sie auch wieder physisch abspeichern. Sie können sich eine Adresse erzeugen und den privaten Schlüssel, den legen Sie sich dann in den Safe und übertragen Sie an die öffentliche Adresse. Ja. So können Sie sicher gehen. Ansonsten haben Sie immer eine gewisse Unsicherheit und ich würde argumentieren, dass Sie dann noch nicht Eigentum im Rechtssinn erworben haben. Das müssen wir also sofort machen, oder? Naja, also ist die Frage, wenn man sagt, man hat eine vertrauenswürdige erste Quelle, aus der das stammt, wenn das jetzt staatlich ausgegeben würde von einer überwachten Institution, der ich dann vertrauen kann, in meiner physischen Wallet ist der private Schlüssel enthalten und niemand sonst kennt ihn, weil er wurde sofort vernichtet, nachdem er erzeugt wurde. Dann wird man wohl argumentieren können, in so einem Fall ist es ausreichend mit Besitz, dass tatsächlich auch Eigentum übergeht. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn Sie jetzt mit einem anderen zu tun haben, dann müssen Sie es halt auf Ihre eigene Adresse übertragen oder auf eine neue Adresse, damit Sie auch Eigentum erwerben. Jetzt habe ich zu sehr viel gesagt, Entschuldigung. Richtig zum Thema. Was waren die Fragen nochmal? Die Raiffeisen, kann die mit? Also, ich glaube, die Frage hat sich darauf bezogen, wenn ich eine Blockchain habe, warum brauche ich dann eine Bank? Grundsätzlich im Zahlungsverkehr brauchen Sie auch nicht in der Mitte eine Bank. Das macht ein Payment Service Provider beziehungsweise das entsprechende Scheme dafür. Für ein Kreditgeschäft brauchen Sie eine Bank. Da gibt es eine entsprechende Rechtsgrundlage dafür und das kann eben nach derzeitigem Status quo nur von einer Bank durchgeführt werden. Wenn der Regulator weiter in der Liberalisierung voranschreitet und auch dieses öffnet, brauchen Sie grundsätzlich natürlich keine Bank. Aber das ist eine Sache vom Regulator. Brauchen keine Bank, ist vielleicht für diese Sache keine Bank, wahrscheinlich für andere Sachen braucht man in der Zukunft auch Banken. Ich glaube, es ist genau 21 Uhr. Ich möchte damit auch diese Fragerunde jetzt beenden und ein Schlusswort an Fisker übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde euch jetzt nicht mehr lange langweilen, nur ein paar ganz kurze Worte. Also ich denke, die letzten gemeinsamen Stunden haben gezeigt, was für ein geniales Potenzial in Bitcoin steckt. Und zwar technisch, wirtschaftlich und natürlich auch für uns Juristen eine große Herausforderung. Und da stecken natürlich auch gigantische Chancen drin. Ja? Kryptowährungen haben sicher das Zeug, the next big thing zu sein. So, und das allerletzte Wort des heutigen Abends, das haben jetzt die edlen Spender unseres Buffets, Stadler, Völkel, Rechtsanwälte. Dankeschön. Bitte sehr. Es war ein langer Abend, ich verspreche, ich mache es kurz. Ich möchte eigentlich nur ein paar Dankes loswerden sozusagen. Also zuerst einmal danke an Professor Piska und an die Universität Wien, dass wir das heute in diesem Rahmen hier abhalten konnten. Ohne den wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Danke, sehr geehrter Herr Dr. Frey, für die ausgezeichnete Moderation und auch, dass Sie das immer wieder in die Bahnen gelenkt haben, wenn es zu lange wurde bei uns Rednern. Und danke natürlich an das gesamte Panel, an alle Vortragenden, Sophie, Thomas, Max, Beat, Markus, also super, Dankeschön. Und ganz besonders hervorheben möchte ich natürlich auch meinen Kanzleipartner Arthur Stadler. Es war eine super, es macht super Spaß, ja. Also war eine gute Entscheidung, also auch an ihn danke. Natürlich auch an unsere Mitarbeiter, die sich wirklich beide Beine ausgerissen haben, sprichwörtlich, und heute hier mitgeholfen haben beim Aufbauen. Es ist nicht so wenig Arbeit, man soll es nicht glauben. Genau. Ja, danke letztlich natürlich auch an Sie für das zahlreiche Erscheinen. Ich entschuldige mich auch bei unseren Zusehern über Livestream, bei denen es kurzfristig gehakt hat. Ich hoffe, das Problem ist dann behoben worden. Sie konnten den Großteil mitverfolgen. Ganz wichtig vielleicht, es wird auch nachträglich eine Aufzeichnung von diesem Event online zu sehen sein auf unserer Website www.svlaw.at und auch, weil es ein paar Mal gefragt wurde über unsere App, also die Folien werden dort auch alle zum Download bereitstehen. Also Sie müssen sich jetzt keine Fotos von allen machen, Sie bekommen alles zum Herunterladen.
Dann ein Veranstaltungshinweis noch. Am 13. April 2017 um 18 Uhr findet in Kooperation mit dem House of Nakamoto auch wieder ein Abend zu Bitcoin und Blockchain statt. Die Anmeldung dafür ist ab morgen wieder eröffnet über unsere Webseite. Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich alles. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und darf jetzt das Buffet eröffnen. Danke.